So, ich bin erreicht. Ist mit Eddie. Nice. Hier kommen Sie ran. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie! Wichtig. So, ich bin schon gestartet. Yes, es startet gerade. Okay. Okay. Bye, have a great time. Oh, bitte. Das war echt cool. Das war cool, wenn er mit uns im Voice-Chat ist, weil dann können wir uns noch ein paar Sachen erklären. Eben, das war halt das Gute. Dann brauchst du nicht ewig hin und her schreiben, sondern kannst einfach halt direkt fragen. Ja. Deswegen, das war halt richtig cool. Privacy Policy. Bist du vielleicht. Immer bestätigen, ohne zu lesen. Ihr wisst Bescheid. Weißt du Bescheid? Muss ich jetzt hier Tutorials spielen? Eigentlich nicht, du kannst sie überspringen. Okay. Crossplay. Bruder, ist das Spiel laut. Ja, ist es. Ich hab's auf 55% oder so. Oh, warte. Holy shit. Holy. Wir uns gegenseitig töten? Das könnten wir eigentlich machen mit Lars, wenn wir zu fünft. Also ich glaube 20% reichen, oder? Ja, voll und ganz. Also wenn Lars da noch mitmacht, sind wir zu fünft. Nein, ich meine 20% Lautstärke. Du Idiot. Ich habe ja auch. Dir habe ich geantwortet und dann habe ich Eddie Ach so, geantwortet. okay. Oh, Ja, wir aber müssen einfach mit Profis arbeiten. hallo, es kam halt direkt hintereinander. Was soll ich sagen? Auf mich zu bomben. Wir können wieder Kill Your Friends spielen, ja, das geht. Ja, let's go. The invitation could not be accepted. Why not? Was Welche soll denn der Invitation? Ich Scheiß? habe dir keine Invitation geschickt. Ich bin einfach aufs Spiel beitreten gedrückt. Ich bin Ach einfach aufs so. Spiel beitreten gedrückt, Alter. Dein Deutsch wird auch immer besser. Ey, krass, ne? Also bist du auf Offline, ne? Ja, Ah, genau. Du bist ein ja. kleiner Lappen, Hallo. der zu viele Geek-Girls hat. Geek Girls. Stalken. Die ihn dann steuern können. Ey, warum muss ich. Oh, wait, by the way. Ich join jetzt nicht, warte. Ich muss ein Custom Game öffnen. Ach so. Fuck hier die Stadt als Killer. Sag Bescheid, wenn die Lobby auf ist, dann trete ich bei. Komm schon. Das ist Okay. eine Einladung noch. Wie folgt eine Einladung? Weil er sagt mir die ganze Zeit failed. Was soll denn das? Zwei neue Chat-Nachrichten. So, machen wir das hier rüber. No invitation could not be accepted. Wahrscheinlich, weil ich auf Offline stehe, ne? Warte Das mal. kann sein, ja. Was machen wir denn anders? Ansicht, Freunde, online. Ende Gelände. 11 neue Gegenstände. What the fuck? Von was denn? Habe Vielleicht ich. von TTV? Nee, vom Dingens jetzt. Nur weil ich mich einmal eingeloggt habe. Direkt so, ja, hier, nimm alles. The fuck, ey. Wie viel von dem Discord? Ey, no shit, das geht halt wirklich nur, weil ich jetzt online bin, ne? Discord. Moin, Hallo. Meister! Oh ne, der Clown ist wieder da. Hallo, was soll denn das jetzt? Fotze. Ey. Ey! Ey. Ey! Ey, Okay, mach doch custom nicht nice. diesen, ey. Warum bist du so? Warum Warum bist bist du du so? so? Um wie viel wollen wir wetten, dass wir wegen Mifu die Lobby wieder neu starten müssen? Mifu schon Oh, drinnen. ich wette einen Zehner. Ja und? Alter, warum seid Okay, ihr so? warte. Bist du jetzt Wir können so? uns. Wir können. Warum bist du so? Warum bist du so? Guck mal, er unterbricht sogar extra seinen Satz. Geil. Warte. Mifu, siehst du, dass ich ready bin? Keine Ahnung, ich bin gerade nicht eingetippt. Also ich sehe, dass er ready ist. Du bist gar Frage nicht drin, Runde. Flace. Hä, Ich suche doch. gerade noch die Luke oder das Tor Okay. aufmachen. Dann kann ich gut joinen. Ja, ich join auch gleich. Ich mach Mifu startet kurz. Bruder, das ich sehe mach ich nur so ein nicht. Standard-Reconnecting-Ding. Ja. Okay, Eddie, du musst Bescheid geben, wenn du den Discord bist, gell? Nur so zur Info. Ich muss dich moven. Und dann kackt er dich an. Hallo, was soll denn das jetzt? Hallo. Du musst aber eigentlich draufsetzen, ne? Ja, normal. Place, ey. Ja, normal. Ja, normal, ne? Ist doch voll normal.
Freue mich schon wieder, wenn wir wieder Valorant spielen können. Wenn Monsieur Sveti endlich mal wieder was hört. Wenn er was hört? Achso, stimmt, der Junge ist ja taub, Alter. Mifu, du bist echt. Er ist taub, du bist dumm. Ich denke es nicht. Kannst du das mal erklären? Nochmal Mittelteil, bitte. Nur den Mittelteil? Kein Problem. Für dich doch jederzeit. So. Jetzt kann ich nicht. By the way, ich habe in letzter Zeit ein Gefühl, jedes Mal, wenn ich ein bisschen aufstoße, also so einen kleinen Rübser habe. Komm, kotze mit raus. Nein, tut mein Ohr weh. Servus. Moin, Meister. Ja, kann doch sein. Was lachst du jetzt so? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. So ein scheiß Lappen, ey. Hä? Ja, was soll denn das jetzt? Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Ey, warum bist du jetzt so? Warum bist du so? Ich kenne mich beide mal. Sehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Nee. Ich verstehe das bei dir, kleinen Sackgesichter. Ja, ja. Verstehe ich nicht. Doch, das ist so. Nee, verstehe ich nicht. Was ich gestern lustig fand, wie du die Zwillinge gespielt hast und ich dir zugeguckt hab, ne? Ja. Da hat hier, wie hieß er gestern, Cranky richtig aufs Maul bekommen von mir ganz Zeit. Der war richtig pissed, Alter. Ja, das war eigentlich klein, aber bei mir, wie ich dir zugeguckt habe, weil bei Killefans geht das ja. Hast du, wenn du den Kleinen gesteuert hast, hast du irgendwie immer auf den Boden geguckt. Sie haben Boden geguckt? Ja, bei mir hast du nur den Boden, also ich habe nur den Boden gesehen, wie du mit wie vielleicht du einfach aus Suspekte der Ansicht. Das kann sein, ja. Oder ich gucke immer auf den Boden. Man munkelt. Oder er guckt wirklich auf den Boden. Tja. Oder. Oder. Ich hab dir zweimal eine Einladung geschickt, Mifo. Digga, das Spiel startet. Du kannst immer noch 20 Mal eine Einladung schicken, Alter. Ich schick mal Mifo eine Einladung. Ach, scheiß doch. Ich hab dir eine Einladung geschickt. Warte mal. Schieb noch eine über Steam. Okay, ja, warte, so immer. Ich hab dich nochmal eingeladen, Mifu. Boah, das ist so lieb von euch, ey. Gib mir eine Sekunde, warte. Boah, ihr seid so richtige Schnuckis, ey. In Lobby einladen. So, ich hab dich nochmal eingeladen, Mifu. Ja, fick dich. Danke, jetzt brauch ich deinen. Mifu, warum bist du so? Schade, was hast du? Ey! Können wir Mifu nochmal rausschmeißen? Ich muss Mifu nochmal einladen. Wer darf als erstes Killer sein? Soll ich? Ich glaube, dann kommt der aber nicht nochmal. Ich bin Killer als erstes. Warum? Aber ey, so. Warte, ich hab Welpenschutz, oder? Ein Scheißdreck hast du. Was hast du? Welpenschutz. Ja, wir benutzen halt keine extremen Perks oder sonstiges. Ja, aber ich hab auch Welpenschutz. Also wenn du siehst, dass ich zum Ausgang laufe... Achso, ja, dich lass ich durch. Digga, du bist doch als Bait benutzt, oder? Nee, ich dachte, jetzt kommt von Sveti. Dich fick ich als erstes. Das macht er sogar. Das macht er safe gleich. Er sagt so, ich mach nichts. Und dann sehe ich das Messer fliegen. Sveti, was passiert, wenn man dir 100.000 Punkte gibt? Dann stirbst du als erstes. Punkte. Bei Twitch. Was ja, war das? Make me Super Saiyan. Da style ich meine Haare komplett nach oben, wie bei einem Super Saiyan. Also packst du einfach in eine Steckdose oder was? Ja, einfach nur so. Ey, ich meine das mit Passen, ne? Blitze hältst du dann auch um dich rum. Warum? Ich bin das. Warum sagt keiner, dass ich bereit drücken muss? Na, wir wollten mal gucken, wann du feststellst, dass du der Unfähigste aus der Lobby bist. Schabau! Leute, in dem Spiel bin ich wenigstens vom Rang her besser wie ihr. Ja, ich spiele jetzt gerade zum ersten Mal, also mich stört's nicht. Nee, es ist auch so, ich kenne mich halt mit den Builds. Okay, Mifo, hast du rausgefunden, welchen Kommentar haben möchtest? Jo, schickst du bei WhatsApp. Okay, warum über WhatsApp schickst du auf Discord? Digga, er ist aber übel dabei am Grinsen. Ja, ich schick's dir per Discord. Er hat wahrscheinlich dieses Spooky Skeleton. Ich schick's dir auf Discord. Ja, ich mach das dann für den nächsten Stream, ja? Ja. Das dauert immer so 15 Minuten, bis ich mich wieder eingelesen habe, wie das funktioniert und. Er guckt sich hier erstmal YouTube-Tutorial an. Wie erstellt. Schick's mir über Discord bitte, nicht über WhatsApp. Hab ich. Okay, passt perfekt. So, was für ein Comment will er haben? Sag mal.
Ausrufezeichen, warum? Warum bist du so? Ich weiß halt nicht, ob das als Twitch-Partner geht oder auch als Normalsterbe. Kannst du auch... Hast du gerade gesagt, als Normalsterblicher? Ja. Ja, Diese Gegenüber, ja, diese Gegenüberstellung. Das lasse ich dir sogar. Diese Ehre Gegenüberstellung. Mann. Ehrenmann. Ehrenmann. Oh, ist das sogar auf der Huntress-Map? Let's go. Oh, Leute, jetzt müsst ihr mir erstmal alles erklären. Fleiß, komm mit, wo bist du hingelaufen? Aha. Also, wenn du gleich so eine schöne Stimme hörst, ja, die singt hinlaufen. Hinlaufen. Das ist übrigens die Map von Elysian, nicht von Huntress. Ach so, mir wurde gesagt, das ist die Map von Huntress. Nein, Roter Wald ist die von Huntress. Vielleicht, da kommt jetzt der Killer, weglaufen. Ja, ja, deswegen laufe ich ja schon. Ey, warum bin ich so langsam? Weil du fett bist. Mit Hallo? Was, warte, mit was spielst denn du Fleiß? Mit Maus und Tastatur. Dann drück mal Steuerung, dann sprintest du. Nicht Shift? Gottes Willen, nie Shift drücken. Okay. Da schleichst du. Lol. Das erklärt so einiges. Shift schleichen und übrigens. Achso, ich hab ja keinen Weltenschutz. Nope. Du nicht. Auch wenn ich es erkläre. So. Alles cool, ich weiß. Das ist gut. Kannst auch mit Gamepad spielen. Nee. Mit Gamepad ist es für mich einfacher, vor allen Dingen. Oh! Wegen dem Chase. Mann! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab dich da einfach hinlaufen sehen. Schon ein bisschen dreist. Ich kann halt jetzt nicht das machen, was ich vorhab, weil sonst weiß wer die wo vielleicht. Sag mal Nick! Ah! Ich wusste, dass du hier deine versteckte Scheiße kriegst. Niemals im Schrank verstecken bei einer Handfuss. Oh, hi. Hi. Ich bräuchte mal jemanden, der mir den Haken aus der Schulter rauszieht. Oh, Lars, wir schicken Techniker. Ich würde jetzt nicht dein Werk tragen. Wir kommen zwischen 8 und 16 Uhr. Ja, beste Zeit. Du gehst gerade auf Klo. Ja, ich war da, du nicht. Ich komm morgen zwischen 9 und 19 Uhr. Ja, warte. Das war ja die. Fleiß, bleib stehen. Wo bist du? Ja, hier. Hinter dir. Merci. Ups, jetzt hab ich mich versteckt. Hey, Sveti. Moin, Meister. Ich hab eine Frage an dich. Ja, bitte. Bist du eigentlich Angler oder so? Weil du immer so viele Leute am Haken hast. Oh, Schabau. Mann, Alter. Yeah, Japan! Ah, ich wusste das ja. Ist irgendjemand den ganz weit hinten da. Wer war das denn wohl? Ich weiß nicht, ich glaube Mifo. Mif. Warum bist du so? Was kicherst du dir deinen Arsch weg? Weiß nicht. Ich glaube, er ist an seinen Spiegel gekommen. Nein. Was? Mifo, Alter! Oh mein Gott! Wenn ich dir das später sage, dann lachst du. Du bist schon wieder 3 cm mir vorbeigelaufen gefühlt. Kann gut möglich sein, ne? Datenpunkt. Shit! Das ist aber bei der Cloudette noch. Wenn du dich irgendwo versteckst, die siehst du ja so gut wie nicht. Warum? Ja, warum wohl? Nein, geh weg! Ich hab den Techniker nicht gerufen! Hau ab! Was soll denn das? Warum bist du so? Nein! Ey, warte! Wir können doch über alles reden! Warte, du bist nicht Dead by Hook, oder? Der einzigste Dead by Hook bin ich. Nein, geh weg! Nein, geh doch woanders hin! Okay. Nein! Geh weg! Mifo? Ja. Richtig motiviert. Ich rechts, du links.
Mifu ist absolut motiviert. Was willst du? Aua. Also den Haken hättest du aber vorher sauber machen können, Kollege. Nee, Digga. Was ja. schon sollen. Ja, okay. Alles klar. Sollte man eigentlich dieses Take Chance to Escape nutzen? Nein. Eigentlich nicht. Okay. Dann krieg ich das. Das hab ich gestern gemacht. Ja, man denkt es halt, weil es halt angezeigt wird. So, oh, okay. Ja. Muss ich machen. Du hast, glaube ich, 2%ige Wahrscheinlichkeit, dass du da rauskommst. 4%. 4, okay. Fühl ich. Eddie, sorry. Du musst mal kurz übernehmen, Mifu. Ich weiß nicht, ob ich Eddie die kleine Snitch da rausholen will. Hallo, Eddie, was soll denn das jetzt? Krieg ich eine Entschuldigung von gestern? Ich stell mir doch nicht so schnell weg. Darf ich was testen, dann darfst du mich auch töten. Was für Testen? Was? Ich werde mit dem Sandikasten ausprobieren, aber das geht ja jetzt nicht mehr. Doch. Kann eigentlich jeder den anderen healen, oder? Ja. Und du kannst auch Perks mitnehmen, da kannst du dich selbst heilen. Merci. Kein Problem, Rentner. Nee, renn doch nicht zu dem Killer hin, Digga. Vielleicht bist du dumm. Renn genau dahin. Hi, na? Alles klar mit dir? Nee. Jetzt gerade nicht so. Aber ich bin heute. Du Sau! So ein Bastard! Weißt du, ich dachte. Achso, du bist dead by hook, Ich lass dich liegen. Weißt du, Wie kannst du wieder jemanden droppen? R, du drückst R. Digga, ich dachte so, du hast es gesehen, ha? Ich hab Sveti absolut outplayed, Alter, und dann wirft er die scheiß Axt, ey. Meister! Was geht ab, Cooper? Bitte gehen Sie weg von mir. Bitte lassen Sie mich und meine Familie in Zukunft in Ruhe. Aber ich werde keinen Killer spielen, weil ich das einfach nicht kann. Sag mal, tickst du nicht ganz sauber? Du dumme Sau, Alter. Eddie, lass du die zwei alleine? Komm her, Baby. Ey, Puppe. Ja, du hast ihm leider zu viel beigebracht, Cooper. Das finde ich nicht gut. Was läufst denn du da hinten? Ey, Oha, Alter. Stabiler Axtwurf. Eigentlich nicht, er hat mich nicht getroffen. Ey! Ja, aber der Wurf sah schon stabil aus. Ich wollte gerade sagen, Alter. Richtig, was hat die kräftige Arme, Junge? Super, du Keck. Wenn du dir das mal aufgefallen ist, Mifu. Der schwächste Killer ist die Hexe und die tragt dich ja auch durch die Gegend, was eigentlich Körperbau keinen Sinn macht. Warum bist du so? Hab ich dich nicht gesehen? Ah, da bist du. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Was? Ich hab gerade auf den Generatoren geachtet. Ich stand da in der Ecke. Ich dachte, du wolltest dich gerade ab. My bad. Digga, hätte ich meine Schnauze gehalten, Alter. Ja, was lernen wir daraus? Du brauchst gar nicht das Wackeln. Alter. Reis, guck mal links von dir. Immer nach links und rechts gucken. Und das solltest du. Ja, du musst darauf achten, wo der Killer ist, wo du die Leute abhakst. Das wollte ich dir damit noch sagen. Ah. Nein, hör auf mit deiner Axt! Lappen! Da wirft sich aber meine Oma besser. Echt jetzt? Du reißt den Ball auf? Also, echt jetzt? Dich fick ich auch noch. Wo bist du hin? Weiß ich nicht. Smart! Nein! Oder rauf! Was hast du gesagt, wie man einen Axt dürfen? Ich hab gar nichts gesagt. Oh fuck, nein! Ich hab doch gar nichts gesagt, was willst du denn? Gute Nacht. Wer wirft besser? Au! Mein Gesicht! Nicht ins Gesicht! Wer wirft besser? Meine Oma! Ich! Meine Oma! Sveti kann man. Sveti. Meine Oma wirft trotzdem besser! Nee. God damn. Vielleicht, ich hab ein Pflaster dabei. Okay, dann hilft es wahrscheinlich. Aber nur wenn da ein Bärchen drauf ist. Natürlich. Gut, dann hilft es. Du kriegst auch einen Lolli. Oh, dann auf jeden Fall. Mifu?
Dumme Bitch, Alter! Warum? Warum bist du so? Warum gehst du nicht zu den Linken? Warum gehst du nicht zu den Linken? Du hast einen Afghan-Raben über dem Schrank gehabt, nur mal so. Geht, was? Du hast einen Afghan-Raben über dem Schrank gehabt. Was hab ich gehabt? Ein Raben. Ein Afghan-Raben. Die kommen, wenn du so lange rumstehst. Als ob es so eine Scheiße gibt. Was ist das für ein Müll? Wenn es so lange links muss. Hallo, ich hab mit der Schrank von innen sauber gemacht. Der muss auch mal sein. Den Schrank von innen. Aber jetzt nur der Killer, Cooper, oder jeder? Was denn? Er hat geschrieben, er kann die Spuren am Boden sehen, wenn du rennst. Ja, kann jeder. Okay. Also, bestimmte Distanz lang, aber das kann man auch verlängern oder so. Du kannst das auch als Survivor mit bestimmten Perks auch verkürzen. Boah, du kannst auch mit bestimmten Perks selber deine Fußspuren sehen. Ja, oder verkürzen, oder das gar nicht sieht. Okay, dann muss ich, glaube ich, anfangen, fliegen zu lernen. So ein scheiß Saiyajin. Was hilft, wenn du die Fußspuren nicht sehen möchtest? Leichtgewicht. Oder Augen zu machen, geht auch. Nimm die vor. Digga, warum bist du so? Warum bist du? Warum bist du so? Das ist eine Quatsch, Bro. So eine dumme Sau, ich hab mir gleich so diese Scheiße rein. Nö, fick dich mit deiner Axt. Eddie, du bist es, Junge. Du machst das. Eddie! Stopp, ich hab vollstes Vertrauen. Komm, oh, du dumme Sau, Alter. Nee, lass mich liegen, lass mich hier rumkrabbeln. Hör doch auf! Nicht weg, okay. Ist das ein schlechter Zeitpunkt, um zu fragen nach einem Date? Bisschen. Wir melden uns. Die Axt schon im Kopf war. Date? Also Eddie, hast du die Hedge gefunden? Nö. Also rennt tut man dann nur, wenn man in der Nähe von dem Killer ist, oder was? Oder wie? Oder so? Gleichen, ja. Okay, ich dachte, durchgehend sollte man rennen. Wo versteckst du dich immer? Du willst diesen Gen unbedingt machen, ha? Huh? Du kannst auch normal laufen. Das ist, wenn du beim Killer in der Nähe bist, kannst du normal laufen oder schleichen. Je nachdem, was du für einen Killer hast. Wenn du natürlich einen Killer hast, der dich stalken tut, wie Michael, Ghostface oder das Schwein, dann solltest du um deine Umgebung aufpassen. Okay, also fassen wir zusammen, wann renne ich und wann nicht. Nur wenn er mich chased, richtig, ne? Ja. Okay. Hat die eigentlich auch, dass man die Taste dabei halten muss, damit der Crouch, oder? Nein. Das kannst du umbeinen. Okay, das mache ich gleich auf jeden Fall. Also du kannst, die Skillchecks sind ja bei dir mit der Leertaste alle. Ja, ja, klar. Eddie, hast du die Hedge gefunden? Nein. Bei mir auf dem Controller ist, wenn ich Skillchecks... War der hinter dir, Eddie? War der gerade hinter dir? Ist es die rechte obere Taste und wenn ich am Haken hänge zum zweiten Mal, muss ich die linke Taste drücken. Okay. Und rennen tust mit LT und RT. Und mit den unteren zwei Schleichen dann. Also, ich sag mal so, Sveti, ne? Wenn es jemals einen Moment gab, um Alt F4 zu drücken, dann jetzt. Warum? Ja, einfach nur so, dann haben wir gewonnen. Achso. Also, warum? Ich dachte schon, er läuft mir schon die ganze Zeit hinterher und ich check's nicht. Ja, Junge, dann, dann erst die zweite Möglichkeit. Dann musst du aber noch deinstallieren. Das ist so ein Moment gewesen, ja. Okay, an den zwei Gens arbeitest du nicht. Aber du bist hier irgendwo, du keine Sau. Nee, er sucht das Ding. Er sucht das Ding. Du hast letztlich Luke. Luke. Er hat die Luke gefunden. Oha. Nice. Er ist in die Luke Good gesprungen. Job, ja, danke. Das sieht man auch am Endbildschirm. Die Luke hat ihn verschlungen. Oh, scheiße, ey. Oh, Deutsch. Ja, Lars hat mich gekillt. Lifa hat mich gekillt. Fleiß hat mich gekillt. Ja, und das. Und das, obwohl du mir versprochen hast, dass du mich nicht tötest. Das naja, wenn der Ausgang offen ist. Wollte ich nur. War der Ausgang offen? Ich wollte nur das mal festhalten. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich wollte es ja nur mal festhalten, damit wir einen Status Quo von unserer Freundschaft haben. Weiß ich Bescheid. Lars, wie heißt denn der Perk, wo man seine Fußspuren nicht sehen kann? Also die... Lightweight. Also das schaut aus wie mit einer Feder. Leichtgewicht, da zieht der Killer deine Fußspuren. Warte, zwar immer noch, aber... Als immer erstes noch muss ganz ich mal nochmal den Sound ein bisschen runterregulieren. Das ist ja ekelhaft, Alter. What the fuck? Du hast im Übrigen ohne Perks gespielt. Das habe ich gerade gesehen. Was? Ich spiele doch jetzt gerade das erste Mal. Keybinding.
So, was ist hier? Tschüss, Eddie. Ja, ich muss mal kurz neu starten. Alter. Das dabei, ja. Vielleicht, du kannst hier in dem Custom kannst du alle Perks auswählen, die dir gefallen. Ah, okay. Und du kannst hier von allen Survivor, und es gibt 7 Seiten mit Perks. Last Drum auf bereit. Wo kann ich oder Side das... hast du schon drauf gedrückt? Okay, ja. Es geht, ja, passt. Wo kann ich denn jetzt hier das mit dem Toggle und Hold ändern? Auf Einstellung. Ja, ach nee, echt. er hat recht. Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Da wollte ich nochmal an der Stelle festhalten. Einstellen Tastenbelegung, da steht das dann da. Ja, aber da steht nirgendwo, ob ich toggeln will oder hold. Nee, das kannst du ja auch nicht. Also? Du kannst nur das, was hier vorgegeben ist, ändern. Na, ja, siehst du? Nur was vorgegeben ist, Blaze. Du bist so. Oder du gehst einfach. Du bist ein Bastard, Alter. Ja, siehst du, nur das, was vorgegeben ist. So ein Lutscher, ey. Oh. Hatte es irgendwas Wichtiges auf C gebindet? Ich habe Ducken gemacht. Ich hab Crouch auf C. Ja, das mache ich nämlich jetzt auch, Alter. Das geht mir voll auf die Eier. Ja, wer Crouch nicht auf C hat, Schmutz. Ja, ich spiel ja mit dem Gamepad, da brauche ich das nicht umstellen. Doch, also hast du nicht auf doch C. Du musst es auf C legen, Lars. Wo ist jetzt dein Problem? Controls, meinst du? Nee, da hast du halt nur diese komischen Optionen hier. Naja, aber wenn man es halt nicht ändern kann. Ellie sieht irgendwie aus wie so ein Girl aus Squid Game. Egal, das reicht. Ja, nicht. Schon ein bisschen, gell? Dass man das einfach umgebindet hat. So, warte mal, dann kann ich ja jetzt hier glotzen. Was sind denn gute Perks? Leichtgewicht. Für einen Anfänger. Weil also diese Feder, mit so einem Bild mit einer Feder nimmt das. Da kann ich dir auch Technikerin empfehlen. Hier, warte, lass mich erstmal eben Lightweight picken. Da. So, Technikerin, also unter T. Mhm. Unter D. Genau, Mifu, wir melden uns. Technik. Technician, okay. Ja, ich such's gerade, auf welcher Seite das ist. Nee, ich hab schon. Auf Seite 6 von 7. Okay, Lightweight heißt, man rennt wahrscheinlich einfach schneller, ne? Nein, man erkennt kaum Kratzspuren, wenn du rennst. Ah, okay. Deine Kratzspuren, also wenn du sprintest, bleiben deine Kratzspuren eine gewisse Zeit lang zu sehen. Genau. Die werden dann auch immer wieder weniger und weniger und weniger. Hm, mit Lightweight ist es schon von Anfang an so, dass sie sofort immer weniger und weniger und weniger werden. Hm, okay. Technischen. Das wäre auf jeden Fall was für Mifu. Weil du. Generator Explosion will be prevented. Ah, das muss ach, nee, warte mal, der Techniker war doch Job, ne? Job war der Techniker. Job war das mit der Technik. Generator, was? Loses progress as usual, an additional 3% progress is lost. Okay. Ich find's aber selbst gerade nicht. Ja, was? Dingens hab ich schon, Technician. Was noch? Also eins habe ich noch frei. Ne, warte mal, man kann 4 mitnehmen, ne? 4. Okay, 2 habe ich schon. Was ich drin habe, ist BT. Also wenn jemand vom Haken holt, kannst du einen Schlag tecken, der wo vom Haken geholt wird. Das ist geliehene Zeit. Okay, check. Das ist aber nur, wenn du Heartbeat hast. Das heißt, wenn der Killer in der Nähe ist, aktiviert sich dieses Perl. Mhm. Ja klar, sonst macht es ja keinen Sinn. Ja. Das ist auf Seite 3 ganz rechts. Ja, ich hab's. Was ihr ihm auch geben könnt, ist Dead Heart. Okay, ist auch ein gutes Perk. Ja, das ist, glaube ich. Oder D-Strike. Okay, warte mal, das hatten wir ja. Was ist Dead Heart? Activate Perk and Beating when injured, tap into your Adrenaline Bank and dash forward quickly to avoid damage. Also der Dash geht dann über welche Taste? E. Ah, okay. Und der lädt sich dann wieder auf oder kann ich durchgehend dann quasi... Aufladen tut er sich dann nur, wenn du du bist dann halt verletzt. Das kannst du ja nur im Injured-Stadion. Und der lädt sich nur auf, wenn du dich nicht bewegst.
Ah, okay. Dann siehst du auf der rechten Seite so ein kleines Herz. Ja. Mit so einem Kreis. Dann siehst du immer, dass es immer weniger wird. Also jedes Mal quasi, wenn ich den Dash benutze, wird der Balken oder das Herz halt schmaler, ne? Ja, wenn, okay. Du kannst ihn aber wiederbekommen, wenn du normal läufst oder schleichst, aber nicht rennst. Okay. Alles klar. Weil das ist ein Erschöpfungsperk. Okay. So, Items, was soll ich da mitnehmen? Das ist dir überlassen. Medipack oder so, da kannst du dich selber heilen oder sowas. Das nehme ich immer. Okay, Addons? Aber Medipack immer die besten nehmen. Addons ist, musst du es dir halt durchlesen, was du halt haben musst. Warte, Gold ist wahrscheinlich das Beste, ne? Ja. Gold ist. Das ist wie Lila, das sind halt nur Halloween oder Geburtstagsevent-Dinger gewesen. Okay, also die wertvollsten sind wahrscheinlich bei den Items immer direkt vorne. Ja, genau. Okay. So, und jetzt Addons? Die rote Spritze. Check. Und dann die Gel-Kompresse. Additional Dressing, Gel-Dressing, alles klar. So, die Spritze macht was? Die Spritze macht, wenn der Verband... Du bist doch high. Du kannst die Spritze einsetzen, ich weiß es nicht auf der Tastatur, bei mir ist es LB und RB zusammendrücken, dann verbraucht sich der Verbandspasten von automatisch, muss 14 Sekunden warten, bist aber komplett geheilt. Ah, okay, aber man kann dabei noch laufen, ne? Ja, also du drückst das einmal, dann laufst du 14 Sekunden danach, bist du geheilt. Ah, okay. Naja, das wird wahrscheinlich angezeigt, welche Taste ich drücken muss, oder? No, im Regelfall schon. Auf der Tastatur weiß ich es halt nicht. Ja, deswegen wollte ich es auch auf dem Controller mal ausprobieren, was es da ist. Genau. Okay, ein Gel-Dressing gibt mir einfach mehr Einheiten. Medkit. Okay. Cool. Und Offerings, was soll ich da reinballern? Keine Map-Offerings. Die grünen sind Map-Offerings. Aber ich weiß, ich muss, glaube ich, das mitnehmen wegen Mifu, oder? Hast du eine Map drin? Warte, diesmal? Du hast gerade Rare-Offering gesagt oder Map-Offering? Map-Offering. Maps sind grün. Hör doch zu, Flays. Bei mir steht da Rare-Offering. Meine Güte. Was dazu empfehlenswert ist bei den Lilanen, sind entweder diese zwei Gefäße. Das andere ist halt in Customs komplett. Der Röpser fand ich schon mal sehr geil. Das ist sehr nützlich. Okay. Also dieses Murky Regent oder was? Ja. Und was ist das andere? Vigo's Jar of Salty Lips oder was? Ja, das ist. Alle Überlebenden erhöht das Glück. Das heißt einfach nur. Wenn du vom Haken hast, um mehr Prozent vom Haken runterzukommen. Die Prozentzahl erhöht sich von 4, glaube ich, auf 6 dann. Okay, und was macht dieses Murky? Macht einfach nur den Rauch reduzieren, oder was? Nein, wir bekommen mehr Rauch. Das heißt, auf dem Boden ist mehr Nebel. Ach, damit er uns nicht besser sieht. Also quasi das Gegenteilige von dem, was ich gerade gesagt habe eigentlich. Das heißt, der Killer muss seine Lesebrille aussetzen. Ja, so ungefähr. Genau, Mifu, wir melden uns. So, Flays, kannst du jetzt auch mal breit drücken? Ja, Bruder, ich spiele gerade zum ersten Mal. Ja, ich auch, das dritte Mal gerade, okay. Ja, und wie lange hat dein Tutorial gestern gedauert? Nicht mal so lange, nicht mal ansatzweise so lange. Ja, aber du nicht verstanden. Das stimmt sogar. Ja, aber du hast safe nicht nachgefragt. Natürlich. Die so, ich hör doch mal vorher, ich drück auf weiter, Runde geht los. So ein Ding war das. er hat gar keinen Perk mitgenommen. Aha, so. Du auch eben nicht. Ja, da ging ich auch schneller. Da ist ein Lappen, ey. Alter, wie? Mach deinen Scheiß weg aus. Übrigens, das ist der Command, gell? Das ist der... Das ist der Exam-Command, den er haben will. Ja, warte. Aber, jetzt geht's auch. Aber ich dachte, aber ganz ehrlich, das ist besser als It's Friday Night. Das ist ein Lappen, Alter. Warte, das geht anders ab, Alter. Anders. Boah, ich will so den Vibe, ne? Ich will Mifu in der Disco, Alter, der Song läuft, er ist der Einzige auf der Tanzfläche. Du kriegst aber nur den Sound, Mifu, gell? Ja, einer auf den du tanzt damit, Junge. Am Arsch. Ey, vielleicht hast du meinen Doc noch gar nicht gesehen, ne? Ist der jetzt angekommen, oder was? Der ist angekommen. Yeah. Alter, da waren sogar zwei drin. Ne? Dein Ernst? Jo. Okay, dann good job, Mann. Ja. Aber musst du ein Bild schicken. Ich mache die Discord-Übertragung an, dann siehst du es. Oder das. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Oh, Nurse.
Wir machen das, Girls. Gehen Sie weg, Flays. Fassen Sie mich nicht an. Ich hab Angst. Ich höre schon wieder was. Digga! Digga! Lars, Alter! Danke, ja, Eddie! Das hast du verdient, Alter! Ey, ich versuch gerade die Spritze rauszu. Oh, ich hab. Oh, nee, das war falsch. Darf ich meinen Verbandskasten wieder aufheben, bitte? Das Lars, ist weniger. Bitte verkack es nicht. Das glaube ich weniger. Ich versuch die rote Spritze rauszufinden, wie die funktioniert, deswegen. Danach kannst du mich von mir aus töten. War's nicht. Digga. Hey, Eddie. Das war ich. Du Lappen, Alter. Ja, du hast es gerade verkackt, du Dumme. So, mach weiter da jetzt. Kann ich mal bitte. Sau, du. Mifu, okay. Könntest du mal bitte. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wir sind ein bisschen woanders. Ja. Ja. Was lässt sich auch fangen? Bitte könnte mal einer kommen. Wir hängen beide am Haken. Ja, ja, das sehe ich. Ich hab Augen. Ah! Du Hure! Du Hure! Du Hure! Wo bist du hier? In deinem Das bin ich. Ich geh auf den anderen da. Mein Meister. Ja. Einer müsste jetzt mal kommen. Was ist das? Ja, Digga, Lars, wir hören dich. Was sollen wir machen? Mein Gott, Alter. Das dabei, jo. Das dabei, jo. So, komm, Lars, jetzt komm, mach was. Töt sie. Mach was für dein Geld. Aua! Pack mich noch einmal an, du Nutte! Nein, nein, nein. Komm nein, nein, war Spaß. Ey, warum bist du so? Den Herzschlag hast du verstanden. So. Ja, klar. Du kommst jetzt hier auf den Haken. Immer diese rostigen alten Nägel. Eddie, weißt du zufällig, was das. Was die Tastenkombination ist für das. Für die rote Spritze? Nope. Alt F4, glaube ich. Keine Ahnung. Oh, darf ich das nicht mal ausprobieren? Wie gesagt, Alt F4, glaube ich, war es. Ja, klar. Habe ich mal nicht mal in einem Tutorial gesehen. Was ist das? Hör doch was, auf! Was machst du da? Was bist denn du jetzt so? Was bist denn du so? Ich weiß nicht mal, was ich drücken muss. Alter, das ist ja das. Nein! Das kannst du machen. Ja, lass kurz mir helfen. Ich bin ja am Haken. Ja, ich bin am Haken. Einer müssen wir jetzt immer helfen. Ich bin jetzt eh dead, wenn ich an den Hook komme. So, bist du das? Ja, bin ich. Achso, sorry. Dann machen wir den hier. Ja, kauen mich, Flays, kauen mich. Ey! Du sollst mich kauen, Flays. Ich kau dich doch! Was ist mit dir passiert? Ja, Mori, weil ihr mich in Stage 2 hängen gelassen habt. Ey, mit dir reden wir gerade nicht. Mit anderen hier. Ich hab gar nichts gemacht. Nur eine Bier getrunken. War das nicht! Oh oh! Babys. Aua. Oh, das war gut, Eddie. Die Runde ist ja eine Totalkatastrophe. Tja. Da fragt man sich natürlich, woran hat's gelegen? Ja. Digga, was? Wie kannst du mich sehen, Alter? Was soll denn die Scheiße? Ja, Bitch, was jetzt? Du weißt, dass das eine Nurse ist, dass die Palette normal egal ist, ne? Die kann nicht durchporten. Ja, natürlich weiß ich das. Glaube ich nicht. Ich hab mich auch schon tot gesehen. Oh, falsch geportet. Okay. Wer jammert denn da so? Das bin ich nicht. Warum lügst du? Ein Hallo. Baby. Ein Baby. Oh mein Gott, fucking hell. Rentner, danke.
Ich hab mir nur mal kleinen Zeh gestoßen. Warum bist du jetzt so? Ja, ich sehe einen Blutfleck. Kann nicht sein. Ja, auch ein Blutfleck. Kann nicht sein. Ja. Ey, Baby! Ey, ich kenn deine Cousine, die ist Panik, Alter. Schon eine harte Schnitte. Komm schon. Der Telefon kannst du sonst vorhin schmieren, Alter. Ey, Leute, ich brauch ein bisschen Hilfe. Meinst du? Ey, Baby! Hey, willst du halt erstmal Rückkontrollen machen? Sag mal, kannst mal dich verpissen? Was soll die Scheiße jetzt hier? Komm, wir machen ein bisschen Touchy-Touchy. Digga, kann ich mal aufhören so zu jammern? Was soll denn die Scheiße? Diese Hure! Wie geht das? Wenn du weißt, wo ich geboren bin, ist das noch ein voller Heal-Kasten. Keine Ahnung, wo du gestorben bist. Hey, du Hure! Was soll denn das? Ungefähr, wo das war. Weißt du das? In der Nähe von der kleinen Hütte irgendwo. Also in der Holzhütte, nicht im Killer-Check. Nee, bist du tot dann eigentlich? Nee. Okay. Du musst immer Ja sagen bei sowas. Oh, da hängt sich ja gleich ein Haken. Hey, 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 hey. Bist du Opa? Man munkelt. Hast du denn jetzt wirklich? Da bist du. Nein. Kletter doch schneller, du fettes Stück Scheiße! Du musst dann rennen. Nein, was ist denn mit ihm? Also, oh, ganz entspannt. Er ist alt, lass ihn! Ich bin auch alt, ich kletter auch schneller. Bei sowas musst du dann rennen, Fleiß. Ah, okay. Wenn du durchs Fenster schnell durch möchtest. Nein, ey, warte, es wird nicht. Ey, wir hätten noch reden können. Achso, sorry. Ja, da häng mich nochmal ab. Dann sind wir wieder Freunde. Ey, komm doch zurück! Ja, warte, ich komm. Okay. Was geht, Digga? Hi, na? Alles klar? Vielleicht schon, wenn ich hier bleibe, stirbst du, gell? Mifo, gerade aus. Wenn ich hier bleibe, stirbst du, weil dann können sie dich nicht abhängen. Ja, aber du kannst mich doch abhängen. Nee, kann ich nicht mehr. Ja, dann verpiss dich. Auf der rechten Seite. Ja, genau, okay. Da ist mein Verbandskasten. Links vom Haus. Irgendwo im Gebüsch. Eddie. Da weint doch Eddie. Irgendwo einer. Ja, das bin ich. Bin ich nicht. Warum Alter, bist du so? Na egal. Ich habe mich letzte Runde nicht gekillt. Ey, vielleicht du hast einen Logenplatz, wie jemand gekillt wird. Was? Du hast einen Logenplatz unter dir, wie jemand gekillt wird. Ja, voll krass, ey. Ich hätte am liebsten am Kopf geschissen dafür. So, Mifo, wo bist du? Hast du die Luke gefunden? Ah, ja, habe ich. Geh ja, weg von mir. Oh. Ich hab die Luke gefunden. Hast du wirklich? Ja. Ja, ich zeig sie dir. Ja, komm her, ich hitte dich auch nicht. Ich hitte dich nicht. Bitch! Digga! Gehst du wohl weg von mir? So, jetzt muss mir jemand sagen, wo die scheiß Luke ist. Du wüsstest es. Oh mein Gott, was, wie? Lassen Sie mich los, ne, ich will selber mein Verderben krabbeln. Gehen Sie weg. Du willst in dein Verderben krabbeln? Warte, ja. Ich such die Luke mal. Ich steh einfach wieder auf, du schaffst. Also, positives Mantra. Du schaffst das. Nein, du blutest nicht. Oh, ich hab die Luke, warte. Komm her, ich bring mich zu ihr. Ich krabbel dahin. Ich mach das. Komm her. Ja. Du darfst halt nicht wackeln. Ich bring dich wirklich hin. No shit. Und dann kill ich dich. Nicht wackeln. Nicht wackeln. Wenn du wackelst, bring ich dich um. Oha. Reicht doch schon, dass du drei andere Leute umgebracht hast. Du, ich glaube, ich kriege gleich ein Herz. Oh. Da. Geh rein. Geht das? Ja, ja. Das geht. Muss man da irgendwas. Das geht nicht. Du hast dich angelogen. Das geht!
Oh, das geht wirklich. Siehst du, da ist er. Anfänger. Das geht nicht, das geht nicht. Doch, dreh dich doch mal richtig hin. Ey, es geht doch. Nur wie angelogen. Das ist doch für ein anderer Killerspiel. Ich nicht, Alter. Oh, nicht Mifu, Digga. Let's go, boy. Mifu ist so Psycho ein bisschen, wenn er Killer spielt. Ein bisschen ist gut. Ist er nicht immer Psycho? Und dann geht er nur auf eine Person. Der Typ ist anders Psycho, okay, wenn er okay, Killer okay, spielt. Okay, Moment. Ich bin dafür, dass wir demokratisch abstimmen. Ich bin für Lars. Oh, hör mir auf. Bin auch für Lars. Nee, dann krieg ich gar keinen an den Haken. Ich hab gesagt, spiel keinen Killer. Ich kann das nicht. Nein, dafür, dass er dich holt. Ey, Mifu? Ja? Wir machen einen Deal. Pass auf. Aha. Ja. Du kriegst Lars frei Haus und du lässt uns drei dafür gehen. Nee. Ich lass zwei von euch gehen. Also auf jeden Fall mich, weil ich bin alt. Ich muss unter meine Wärmedecke. Ja, und wen kriege ich noch? Da nee, müssen die Boys sich drum klopfen. Klopfen vor allen Dingen. Mifu, wir machen Mifu, das. Mifu, sind wir ready für dich? Keine Ahnung. Ja. Also oh, zwei okay. Haben auf ready gedrückt. Das los, Cooper. Die ersten zwei, die du findest, wie wär's denn damit? Ja, also, ne, Moment, warte mal. Was heißt hier die ersten zwei? Der erste Platz ist immer noch für dich reserviert, Lars. Punkt. Wow, Cooper stimmt einfach eiskalt für mich. Danke. Furze. Du, wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr. Ja, das habe ich schon vorher festgestellt. Ja. Bisschen unlucky. Also irgendeiner muss noch auf ready drücken. Ja, ich. Ich guck aber du musst noch so eine Perks reingeben. Ja. Oh, scheiß Schwitzer, Alter. Ey. Du darfst doch auch Killer spielen, Place. Nee, lass mal. Doch. Oh ja, komm, das macht viel Bock. Das macht anders Bock, Alter, die Leute zu jagen. Du bist schneller als die Sorgen, by the way, gell? Cooper redet sich gerade raus. Er meint jetzt, als Killer würde er für mich stimmen. Ich kenne dich leider schon zu lange, Cooper. By the way, Flace, Cooper hat letztens mitgespielt. Ich weiß. Der hat das Spiel das letzte Mal angefasst, 23.11.2019 oder so. Ja. Richtig geil. Ja, aber er hat sich vorher nochmal alle Tutorials auf YouTube angeguckt. alle Guide-Throughs. Ja. Bist du Morimet? Du Bitch. Jeder nimmt Morimet als Killer, jeder. Ja, außer ich. Außer mir. So, meine Mama hat immer gesagt, ich habe ein hübsches Gesicht, ich soll mich nicht unterkriegen lassen. Er hat den Trapper. Er du bist scheiße Trapper. Und hässlich wie die Nacht, Mifu. Nein, der hat die Zwillinge. Auch noch zwei. Was denn jetzt? Hast dein du Lachen die hat Zwillinge? Also ich glaube, Mifu spielt sich selber. Gut, wenn du so einen kleinen Wichser hörst. Lauf weg, Digga. Lauf im Zickzack. Das könnte aber auch ich sein, der sich gerade freut, dass er in der Flace ist. Also. Mifu ist der Voice Actor von Victor. Das ist die Huntress Map. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Ja, sagen sie alle, Cooper. Und dann sind sie schwanger. Ja, das wusste ich, dass es jetzt kommt, Alter. Digga, ey, bist du das, der so schwer atmet? Nein, das bin ich. Weiß, ich bin noch gut versteckt, oder? Ja, auf jeden Fall. Perfekte Tarnung. War's nicht. Der ist einfach alles gut. Er hat Buddha. Was willst du da an der Maschine machen? Sag mal. Du tickst doch nicht mehr ganz sauber. Was willst du da mit der Taschenlampe, hä, Fräulein? Mhm. Ist ganz schön gefährlich hier draußen noch nachts. Ach, ich hab dich in der Hand. Ach so. Mifu, was waren die Regeln gestern? Kein Puppe und kein Barbecue waren die Regeln, oder? Nö. Nee. Für mich doch. Nicht. Nö. Dann dürfte ich den ja auch nehmen. Nee, du spielst das Spiel schon länger als ich. Ja, aber so gesehen. Ja. Bitte mal aufhören zu schleichen da hinten.
Beruhig dich doch. Er hat Ende in der Hand. Er kann euch nicht sehen. Wollt ihr euch nur sehen? Wer schleicht hier umher? Hallo? Oh, die Ballette ist ja weg. Lauf, 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 lauf. Geh weg. Du bist hässlich. Keiner mag dich. Was hat es mit Game neulich zu tun, wenn ich den Killer nicht spielen kann? Das ist wieder die andere Sache. Hallo. Du bist hässlich, deine Mama liebt dich nicht. Was ist das gesagt, ne? Ich hab den Gem wenigstens fertig gemacht. Komm mal mit. Komm mal mit, mein kleiner Buch. Hast du einen Lightborn mit? Nö. Ich taste, Digga. danke, Bro. Ich spiel jetzt Dr. Scheimer, Puppe. Das ist der erste Ansatz, weil es ist OP. Ja, wie mache ich das jetzt? Oh, wen entdecke ich denn hier im Gebüsch? Na? Na, Kinder? Meine Oma. Sag mal nicht! Tschüss! Sag mal, was spielt ihr? Verstecken oder was? Ja. Es ist zu dunkel dafür, ja? Sag mal, ihr tickt doch nicht mal ganz sauber. Danke. Bitte. Hi. Ja, komm. Hau ab, du bist hässlich. Bin ich gar nicht. Bin ich gar nicht. Wen höre ich hier stehen? Hm? Kann ich mitmachen? Oh, das hört sich auf so vielen Ebenen falsch an. Genau so. Seid ihr, bist du das? Ich rieche dich. Scheiße, hast du dich gesehen, Alter. Ah nee, ich hab Lars gerochen hier. Das hast du verfolgt gerochen, ja. Ah ja. Oh, das ist nicht gut. Können wir darüber in die Sackgasse darüber reden? Wir können gerne darüber reden, warte. Ich hänge dich kurz dafür extra auf, ja? Dann können wir in Ruhe ein Gespräch führen. Kein Problem. Geh weg mit deiner Taschenlampe, du dumme Sau. Jetzt bin ich aber sauer. So. Du denk nach, was du falsch gemacht hast, und ich hol den anderen Übeltäter. Eddie! Bei meinem Merch! Fleiß, du musst mich haben! Eddie! Warum bist du so, Eddie? Warum bist du so? Zieh ich jetzt nicht. Mit deiner Taschenlampe. Du, die wird das mal einkassiert, ne? Die kriegst du nach der Pause wieder. Aber Herr Lehrer! Mach den Gem hier. Okay. Was höre ich hier für Gemmasche? Nix. Hä? Weiß gar nicht, was du meinst. Bei Technikfragen. Fleiß, ich seh dich im Gras. Ey, was soll denn das? Deine grauen Haare zeigen raus. So? Warum bist du so? Hi, na? Fleiß, au! Alter, komm mal her, Junge. Ich nein, mal, komm mal. Nein! Krieg ich doch nicht weg? Doch. Eddie, warum bist du so? Warum bist du so? Du hast gerade eine stille Auszeit, ja? Und du muckst schon wieder, ey. Ja, normal. Störenfried. Bye, have a great time. Ja, wo seid ihr aufgehoben? Ich sehe euch nicht. So, jetzt hat er den letzten Schnittlein geschlagen. Du kleine Sau. Warum sprintest du nur von mir weg, Eddie? Eddie. Also von hier hab ich einen Logenplatz. Mich das aussieht, wie du Eddie hinterherläufst. Was, denkst du, das funktioniert?
Denkst du, das funktioniert? Mist, hinter dir, hinter dir! Hey, komm her. Wo bist du? Hey. Am Generator, komm her! Ah, okay. Nee. Hey, fuck bloß nicht ab, ja? Okay, ich versuch mein Bestes. Mifo, wenn ich mit dir Teufelspakt schließe, darf ich dann entkommen? Scheiß. Hedy! Oh, Hedy, Alter, so. Endlich. Okay, Hedy ist tot, Hedy ist tot. Hedy wird gemordet. Guck mal, Hedy, oh! Alter, Mifo. Und jetzt in den Rücken, jetzt! Ich hab's dir gesagt, Digga. Holy shit, Mifo, Alter! Ich so. Seh es aus meinem Logenplatz. So. Das hat gut getan. Hat man gehört, Mifo. Nicht so nett, dass ihr die Generatoren da macht. Wir machen gar nichts. Gar nicht, was machst du nicht? Haha! Lutscher! Ey, hör doch auf! Nein, hier ist kein Barbecue! Ich jetzt nicht so ganz. War klar. Soll ich dir erklären? Mhm. Ja, okay, weißt dann lass mich aber runter. Weißt du, wie die Kettensäge komplett funktioniert? Eigentlich richtig? Nein. Okay, darf ich dir das erklären? Ja. Dann lass mich aber Fleiß holen, okay? Dann darfst du mich dafür opfern. So läuft das hier leider nicht, tut mir leid. Dann darfst du mich dafür opfern. Und zwar, wenn du die Kettensäge nur... Lass mich doch die Kettensäge erklären. So läuft das hier nicht. Du kannst Kettensäge mehrmals nutzen mit mehreren Charges, ne? Wenn die Charge abläuft, klickt man ganz kurz rechte Maustaste oder was, wie nutzt du die? Also du darfst halt nichts gegen nichts dranrengen, da kannst du sie, wenn du immer ja, kurz... Ja, genau, Mifu! Zu den Rücken! So, du musst dein Versprechen einhalten. Ich habe kein Versprechen gegeben. Doch, du lässt zwei Stück raus. Tja, aber damit warst du nicht inbegriffen. Doch. Nee. Leider nicht. Wo krabbelst du denn hier eigentlich schon noch rum? Ich krabbel nicht, Alter. Du kannst mich nicht mohren. Ich hab noch gar nicht gehangen. Gehangen hast du noch nicht? Nee. Nein. Lass mich entkommen. Das war der Deal. Nein. Ich hab mir vielleicht einen Deal gemacht. Ja, und trotzdem hast du mich getötet. Du Sau. Genau. Ja, hast du wohl mit dem falschen Deal gemacht, wa? Ja, ich glaub's auch, Sveti, willst du ihn vielleicht noch abholen? Nächstes Mal Velo verkaufe ich dich auch, Irgendwie nicht. Ne? Nee. Ich stehe hier beim Ausgang, schon mein Leben, hab meine Taschenlampe die ganze Zeit benutzt, jetzt ist leer. No. Ich hab ein paar Batterien, willst du die haben? Ich kann sie dir gerade geben. Ist das nicht so eine zum Schütteln? Irgendwie nicht. Hey, was geht? Was geht? Was klärchen? Ja, soll ich dir mal die Haare schneiden? Komm her mal. Irgendwie nicht, danke. Alles gut. Mein Haarschnitt gefällt mir so, wie er ist. Mifo, ich kann dir gleich zeigen, was ich meine mit dem Bob, was du den Charge verlängern kannst. Zeig sie bitte exemplarisch. Ja, Mifo ist sowieso noch einmal dran. Ja, ich weiß. Als Killer bin ich sowieso scheiße. Aber wenn ich zum Beispiel die Kettensäge bei Bubba funktioniert. Cannot start without the killer. Tja, wie fühlst du dich denn wieder draußen? Ich bräuchte bitte einen Invite. Naja, also ich bin dafür, dass wir das ist bleiben. Immer so bei Mifu. Das ist immer so. So, wir stimmen jetzt demokratisch ab. Wer ist dafür, dass wir Mifu ersetzen? Ich. Durch? Mifu, sobald du drinnen bist, sag Bescheid. Ich drücke einmal auf Ready. Drück mal auf Ready. Hab ich? Ja. Same. Mhm. Ja. Drei Leute haben... Okay, Mifu startet neu. Bye, have a great time. Dieses Game, es geht mir so auf den Piss, Alter. Aber ich weiß nicht, was. Lass das Game dann, wenn du Zeit hast, mal auf Fehler überprüfen. Also, kann ich machen. Mifu, ich sag mal so, ne? Es muss wohl so ein Karma-Ding sein. Wofür? Also, ich hab gerade. Wegen den Dogcoins. Unter anderem. Ja, weil du dein Ding nicht eingehalten hast. Wait, what?
Gott. Lars? Ja, also, er Klappe hat danach war etwas. Ja, wie soll ich das jetzt mal ausdrücken? Am besten? Am besten gar nicht. Weißt du, ich habe mich vielleicht opfern wollen, dass die Abmachung gilt, aber irgendwie wollte er nicht. Wer hat dich darum gebeten? Ja, ich mach mir jetzt. Ich esse jetzt Hühnchen. Ja, und ich mach mir mit Reis. Hä? Mit Reis? Nein, mit Süßsauer. Hühnchen mit Reis. Hühnchen mit Reis. Hühnchen mit Reis. Aber ich fand die Antwort von Sveti geil. Mit Reis? Nee, mit Süßsauer. Danke, wir melden uns. Boah. Aber vielleicht, was sagst du, würdest du das auch mal so, jetzt wenn du da genug Leute hättest, auch mal so spielen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du weißt es ganz genau. Also wie gesagt, das was bei euch Rocket League als Main Game ist oder Valo, ist es halt bei mir das hier. Das hier? Ja, Dead by Daylight ist mein Main Game. Wie viele Stunden hast du hier? Ja, über 300. Und dann ist es dein Main Game? Digga, ich hab mehr Stunden in CS. Digga, what the fuck, Alter? Digga, ich hab über 4000 Stunden in Rainbow, Alter. Warte mal, Mifu, warte. Moment, ich möchte mal ganz kurz festhalten. Ne? Mifu, du bist der letzte Mensch auf dieser Welt, der irgendwas von Spielstunden erzählen soll. Ich habe letztens gesehen, da hast du Tekken gespielt, da stand kürzliche Spielzeit 51 Stunden. Genauso viel Zeit habe ich in der ganzen Zeit in Tekken verbracht. Du scheiße Tryhard. Das Problem ist nicht so ganz. Du bist doch locker schon bei 150 Stunden, ey. Nein. Ja, nur, warte, ich guck jetzt nach. Ich bräuchte einen Invite, ja, bitte. Ja, und ich guck jetzt nach, also, Alter. Ich guck jetzt nach, wie viel Stunden der Spaß hat. Ja, ich guck doch jetzt. Also, auf meinen beiden Accounts in Rainbow habe ich um die 2000 Stunden. Dein Ernst? Ja. Der hat mehr als ich. Ich habe 1,7 oder so. Bin ich eingeladen, Fleisch. Warum? Was bist denn du jetzt so? I don't know. Ich weiß nicht, wie viel. Krieg ich einen Invite? Nein, du nicht. Ich kann dich nicht inviten. Ich rede ja auch eher so mit dem Typen, der da sein Hähnchen isst. Thanks, boy. Ich muss aufhören zu essen, Alter. Das hat solche Anti-Mates. Ich habe 55 Spielstunden in Tekken. So, er hat 105 Stunden. Ja, siehst du, wo sind die 150, wovon du eben genuschelt hast? Dreckiger Schwitzer. Ich habe 55. Ja, ich habe 51 oder so. Flays, wie viel habe ich? Jetzt muss ich extra wieder raustabben. Warte, aber ja, ich glaube, du hast ungefähr so viel wie ich. Ich glaube, du hast nicht so viel mehr oder weniger. Warte. Profilanzeigen. Spiele. 83. Ah. Fuck! Erstmal die Nacht über im Hintergrund laufen lassen. Also auf dem Account habe ich knapp 1000 Spielstunden. In Tekken? Nee, Werbo. Krass. Ich habe 54 Stunden in Tekken. Ich habe 54,7. Auch nicht viel mehr. Aber ich glaube. Guten Hunger. Die meiste Zeit, die Mifu in Tekken verbringt. Ja, ist halt Kombos lernen. Skins machen. Stimmt, stimmt. Wesentlicher Faktor. Und Mifu, wir müssten auf jeden Fall entweder heute noch oder morgen mal Tekken zocken. Ich werde da so den einen oder anderen Skin zeigen. Oh Mann, Alter. Ja, Sveti hat schon den einen oder anderen gesehen. Und? Er sagt, ich mach mich. Kann sich sehen lassen. Also, ja, ich bin ja gar nicht mal zu umgekehrt mit 300 Stunden in DPD, 270. Drückt ihr auf Start? Hab ich schon, ich war der Erste. Nein, ich war der Erste. Nein, ich war der Erste. Was, du hast gefurzt? Ja. So, wie random war das gerade? Das ist ganz wichtige Info, Alter. Drück mal ready, ich hab gefurzt. Leute, ich bin schwanger, ich hab gefurzt. Damn. Mifu, wo war der? Links! Hat es Spaß gemacht? Hat es ein bisschen gekitzelt?
Boah, ich hab mich ein bisschen vibriert am Ende dann. Boah, ich hab richtig rausgekitzelt, dabei sind die Unterhose noch schön warm. Ich glaub, Männer sind die einzigen, die wirklich einen Furz ins Genaueste beschreiben können. Aber ins Genaueste. Am Ende war ein bisschen heiß, aber Digga, am Anfang war es schön kühl. Es gibt nicht umsonst ein Kacke-Quartett, Mann. Was? Ja, es gibt ein Kacke-Quartett. Dünnschiss, Bierschiss. Bist du dabei, ne? Kram. Ja, boah, guck Bierschiss, doch im Internet. Guck doch jetzt, du Ehrenloser. Mach doch jetzt nicht diesen. Du dummes Sau, Alter. Mach guck doch jetzt nicht Warum bist du so? Eddie sitzt nur so im Hintergrund und denkt sich, mit was für Vollidioten spiele ich eigentlich? Diese Leute, ach du Scheiße. Mit einem von denen war ich in einem Team. Oh mein Gott. Ich korrigiere zwei. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind es ja zwei, aber Mifu zählt noch eine halbe Portion, das geht schon durch. Chapeau, Motherfucker. Boah, erschreckt mich nicht so. Nicht? Sorry. Achso. Ich dachte, es ist Halloween. Kommt cool und so. Es. Was er ist Ghostface. Diese Lüge. Ich dachte, er ist Mifu. Ich hab dein schickes Gesicht gesehen, Digga. Fandst du schön? Ich schon sag, ich hab dein schickes Gesicht gesehen. Fandest du schön? Hi! Hey, have a great time. Bye, have a great time. Oh, fuck. Denkst du, ich hab dich nicht gesehen? Du Nutte, du. Wieso kommen wir eigentlich so oft auf die Hand, Miss Map? Hallo. Das muss so ein Karma-Ding sein. Wen hast du da gestalkt? Keine Ahnung. Mifu stalkt gerne, hauptsächlich Frauen, aber. Er macht ab und zu auch Ausnahmen. Ich hab eine Ausbildung daran gemacht. Okay, das glaube ich dir sogar. Erste Regel, hab immer ein Fernglas dabei. Zweite Regel, immer in der Nähe eines Busches bleiben. Wieso ist hier eigentlich keine Palette? Ja, endlich hast du es mal richtig gemacht, Mifu. Ey. Oh fuck, ich hab dich nicht kommen gesehen. Tja. Was sagen die Mädels zu ihm auch immer? Und dann zack sind sie schwanger. Zack gemacht, ja. Mensch, das habe ich jetzt aber nicht kommen sehen. Ja, woran das wohl liegt. Wieso tunnelst du mich eigentlich schon wieder raus? Ich habe dich da gerade gesehen, du warst ja gerade entspannt am Heilen. Ich denke mir so, ja, Dotte Bayo. Ja, aber trotzdem hast du damit getunnelt, ne? Das ist dir bewusst. Keine Ahnung, was mit deinem Tunnel willst, ne? Er ist Fußballspieler. Der tunnelt halt gerne. Hey! Ey. Na du? Du bist uncool. Nein, nicht. Du bist hässlich. Keiner liebt dich. Ich hab ne coole Maske. Deine Mama liebt dich nicht. Wo bist du hin? Die Sätze haben in Fassbo auch... Wo bist du hin? Die Sätze haben in Fassbo auch immer da sehr gut funktioniert. Wo bin ich? Ich seh dich nicht. Ich seh dich aber. Das reicht schon. Da, jetzt seh ich dich. Moin Meister. Moin Meister. Geh weg! Komm her! Oh mein Gott! Bitch. Komm her! Oh nein! Alter! What the fuck, Alter! Ah, komm mal her, Kollege Schnirsch. Ich trag dich wie einen Rucksack, ey. Ohne Witz, das war ein bisschen abhängt zusammen, diese ja? Diese Soundkulisse, wenn Mifu-Killer ist, ey. Oh. Oh. Spür meine Kettensäge.
Lars, Schnuckelchen. Du weißt, es sind noch andere zwei auf der Map, oder? Ey, ja. Bist du wieder hinter mir? Ja, komm her! Ah, fuck! Komm her! Sagst du, sag, I guess. I got you, bro. Ist okay, lass es geschehen. Lass es einfach geschehen. Ich lass es zu. Ich hör auf zu wackeln, ich lass es zu. Ich lass es einfach so mich eindringen. What, was? Da tut dir doch nicht mehr so weh, alles gut. Ich und meine kleine Brotbox. On! Ich kann nicht mehr, Alter! Was für ein Unluck ist das denn? Nee, lass mich nur! Ich bin dann noch! Du hast Fleisch und Eddie. Du hast Fleisch und Eddie noch nicht einmal auf dem Boden. Kein Problem, kein Problem. Mühe mich! Komm her! Okay, Mifu. Einfach Mifu. Soll ich mir geben? Warte mal, noch ein Selfie, ja, Bro? Kein Problem. Oh, Erinnerungs-Selfie. Ey, wie unlucky war denn das jetzt? Digga, ich dachte gerade erst, du warst Flays, Alter, du so, ich und meine Lunchbox. Ich so, wait, what? Wait, what? Mifu, darf ich entkommen, wenn ich die Eddie ausliefere? Oh, oh. Hallo! Bist du dumm? Eddie wird nicht ausgeliefert. Du musst Lars finden, damit du ihn auch noch modden kannst. Nein! Hör auf, ich zu sagen, du sollst. Nimm Lars, nicht Flays! Das ist halt echt so. Lars ist Second Hook! Lars ist Second Hook! Ja, also Lars. Wenn du ihn downst, dann kannst du ihn modden. Dann krieg ich noch eine Erinnerungsfoto, sagst du? Ja, Mann. Nein, böse. Oh, Eddie, ist das dein Ernst? Eddie ist raus. Ich lass ihn eine Opfergabe da. Mifu ist doch schon ein Opfer. Der kriegt nix. Der kriegt nix. Gar nix. Komm her. Ein Scheiß kriegst du. Wo bist du, Pisser? Komm doch zum Ausgang, wenn du Eier hast. Komm doch. Komm doch. Du Lachsnacken. Ja, wäre ich auch an deiner Stelle leise. Du Lutscher, du. Kann sein, dass er dich gerade stalkt. Keine Ahnung. So ruhig wie er ist, kann ich mir das gut vorstellen. Mifu ist ein Lappen. Du weißt, wenn er dich voll gestalkt hat, dann... Okay. Lars direkt. Oh, jetzt kann ich mir noch raus. Mifu, bist du noch da? Ja. Hi, na? Hi. Wo warst denn du? Bei meinem anderen Ausgang. Achso. Du weißt das fleißig nicht nach dem Mann. Wieso bist du da von dem Ausgang nochmal weg? Digga, als Lars mir entgegenkommt, dachte ich so, du bringst jetzt nicht ernsthaft Mifu noch einen Schlepptau mit, ne? Und dann merke ich so, er kommt nicht, nämlich so. So, wer will jetzt Killer spielen? Wollt ihr nicht Lars Killer spielen? Aber ich bin nicht gerade gut. Sagen sie alle. Nee, ist auch so. Und dann ist Mifu schwanger. Ah, die haben es ja gestern schon gesehen, wie gut ich bin. Ja, im Verkaufen bist du Weltmeister, Mann. Ja, das hab ich auch nicht. Oh.
Das ist doof, da verrate ich mich ja selbst, was für ein Killer ich spiele. Ist kein Problem, Lars. Ist in Ordnung. Ich bin eh nicht gut. Ich nehme aber kein Barbecue und ich nehme auch keinen OP-Killer mit. Auf Barbecue hätte ich jetzt schon Bock. Sveti? Wer ist da dabei? Oh, so richtig geiles, saftig, knaftig. Nein, Barbecue nimmt er nicht mit. Nein. Oh. Wenigstens hat's Mifu verstanden. Kein Problem, Bro. I got you, Bro. Ein richtig fettes Mifu haben Steak, wir, Mifu haben wir bei dir ready gedrückt? Ja, ja, habt ihr. Es klappt immer. Zwei Runden hintereinander und danach ist wieder... Nee, also nach der Runde ist wieder... Bro. Dann... Safe. Nach der Runde kann er mal wieder neu starten gehen. Oh, so ein richtig fettes Steak, Alter. Wäre jetzt richtig gut, ey. So richtig saftig, knorftig. Ja, Mann. Und dazu noch ein Nudel. Das wäre richtig knorke, Alter. Das wäre richtig knorke. Für eine Perknight, Mann. Tja, da fragt man sich natürlich immer noch mal nach Zerlegen. Ich habe gehört, Alt F4 ist ein richtig guter Shortcut dafür. Das ist so eine Suchfunktion. Yeah. Mhm. Ich spiele meinen Main, auch wenn er nicht gerade gut ist. Das klingt komisch. Ist mein Main, aber ich bin schlecht mit dem. Nein. der Killer an sich ist nicht gut. Okay. Aber es hätte jetzt zur Aussage gepasst, so, also DBD ist mein Main-Game. So 350 Stunden habe ich da schon. Ja, ich habe eigentlich erwartet, dann kommt so mit so 3000, so wie wir, ne? Ja. Ich habe letztens nachgeschaut, Place übrigens, gell? Mhm. Ich habe auf der PlayStation 4, dort wo ich angefangen habe, in Rocket League, auf der PlayStation 4 habe ich allein 2800 Stunden. Hä, wie hast denn du das rausgefunden? Das wird doch im PSN du gar nicht getrackt. Du kannst das tracken. Oh, ich habe meinen PS4-Account getrackt. Ach so, okay, wusste ich gar nicht, dass das geht. Und dann wird da angezeigt, Played Hours. Hm. Ja, bin ich mal gespannt. Muss mir mal die Seite schicken, dann gucke ich da mal nach. Wie viel Stunden ich sag mal lassen, oder was? Ja, ich bin echt mal neugierig, wie viele Stunden ich auf PS4 gesammelt habe. 20. Nein. Ich sag nur so, der Killer ist so ähnlich wie Ghost. So ähnlich wie Ghostface. Aber, Face Ghost. Aber ich fand das geil, als Pancake vorhin auch noch die alten Ränge kannte, Sveti. Das war echt gut, Mann. Nostalgie pur, Alter. Richtig gut. Och nein. Fucking Raccoon City. Mifu, das bist du, oder? Und wie ich das bin, Bitch. Mifu, ist es dein Ernst? Ich hab bei dir auch keine Map genommen, die du nicht spielen kannst. Ach, warte mal, was war denn gestern? Was war denn vorgestern? Was war ich hab keine Maps mitgenommen. Du hörst schon, wie der Sammer so aus seinem Mundwinkel Du hast die ganze Zeit Maps mitgenommen. Nee, nicht nur ich. Ja, aber so haben wir nicht gewettet, Minion. So aber, nicht. Aber ich habe keine Map, die für einen Killer unmöglich zu spielen ist, mitgenommen. Darauf muss ich aber auch gestern klarkommen. Ja, der hat aber keine mitgenommen. Doch. Wir spielen schon auf Custom Yeet und wir sind auch komplett. Naja, du bist eher so eine halbe Portion, ne, Flace? Sagte die halbe Portion. Ich wollte gerade sagen, sagte die Bodenstange, weißt du? Was willst du jetzt, sag Flace? Sag die Bodenstange dem Fettsack, dass er nur eine halbe Portion ist, alles klar. Wir melden uns wie vor. Dicker, mein rechtes Bein wiegt mehr als du. Ich weiß nicht, ob du darauf stolz sein solltest. Du, in manchen Kreisen ja, als Bodybuilder. Kreisen, ja, oder als Sumo-Ringer. Wie wiegt dein Bein? Ja, so viel wie du. Aha, wie viel wiege ich? 10 Kilo. Achso. Der leise Kicherer von Eddie, oder? Das nehme ich als zustimmendes Datenpunkt. Nice, Lex. Ja, Mann, ey. Ich dachte, das wäre nur bei mir so. Nö, ne, das bist wahrscheinlich wieder du, ne, Flays, Alter? Ja, das bist du. Nee. Das ist dein Gesicht, was leckt. Naja. Alles okay? Lars, lass den Schniedel bitte in der Hose, ne? Ach, er spielt den Zorkiller da. Er spielt Zor-Ding. Ach, nö. Ich spiele dieses Schweinchen. Oink, oink, Motherfucker. Er ist ja ein Schweinchen. Digga, er schleicht da umher in der scheiß Lobby, ganze Zeit geduckt, Alter. Könnt ihr eigentlich Generatoren machen? Bei mir sind die irgendwie gesperrt. Bei mir auch. Er hat Ruin, man. Wie lange hält das? 120 Sekunden. Digga.
Das ist Corrupt Intervention Nummer so. Ruin ist, wenn ihr vom Gen weggeht. Ich kenne die scheiß Map nicht. Ich hab mich verlaufen. Ich hab grad Punkte dafür gekriegt, dass ich im Basement chill. Früher hat man dazu Kellerkind gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie ich aus dem Raum rauskomme. Alter 4, Lars. Alter 4 ist die beste Lösung. Die Antwort auf alles, Alter. Meine Karte klemmt, Alter 4. Jetzt mal ohne Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich aus dem Raum rauskomme. Ich hab Beziehungsprobleme, Alter 4. Ah, hab's gefunden. Ich habe nicht mal einen gesehen, außer Mifu. Ich hab ihn wieder verloren. Ja, Lars, muss so ein Karma-Ding sein. Nee, ich kann Killer einfach gar nicht. Oder es ist so ein Karma-Ding. Ach, null. Oh. Gleich, ich will nur mit dir spielen. Am Arsch, Alter. Warum habe ich keinen Heartbeat gehört? Weil ich geduckt war. Ja, bitteschön. Kriegst ein Geschenk von mir. Du kriegst gleich auch eins von mir. Guck's nur einmal auf dich, wenn wir hier fertig sind. Du hast ja auch bei Michael und so kein Ghostface, kein Herz. Heartbeat. Ja, ich bin zufrieden. Ich habe einen aufgehangen. Aua. Aber meine Frage, Eddie, der Killer ist ja an sich nicht gerade stark, oder? Ey. Und es lohnt sich das eigentlich, die ganze Zeit geschleicht zu laufen? Blaze, du weißt, was du machen musst jetzt, oder? Nee. Du musst jetzt zu diesen weißen Boxen gehen. Ah. Damit du das Ding runterbekommst, weil ansonsten explodiert dein Kopf. Freundchen. Das ist kein Problem. Hier irgendwo links von mir sind Steps. Ah, ich drück zu früh. Ja, wo bist denn du hin? Wer war das, wo mich gesehen hat? Ich. Wieder du, Mifu. Wieder ich. Hey, Digga, muss ich an jede verkackte Box oder was? Ja. Luck-based. Du musst luckig sein, ja. Cool. Ja, da bin ich jetzt wohl tot. War schön mit euch. Hast du sogar einen Perk mit, dass das schneller tickt? Yep. Nice. Richtiger Anti-Mate, okay. Ja, ohne Scheiß. Was soll ich denn machen? Der Killer ist nicht gut und gerade auf so einer riesen Map. Geh weg. Du spielst nicht gegen gute Leute. Ich wollte dich eigentlich gar nicht hitten, ich wollte jemand anders da. Sagen sie alle. Dann war sie schwanger. Ah, sowas von. Das ist Eddie. Und Janet. Wo ist Mifu? Eddie, ich hab ein Geschenk für dich. Ey, du willst mich doch verarschen, Alter. Du bist gleich tot. Ja, hab ich auch gemerkt, danke. Warte, ich will dabei sein, wenn es explodiert. Okay. Hier, nimm mal ein Kit. Grüß meine Frau von mir. Steht nur da. Damn. Aber du bist hässlich. Wow. Aber es sah cool aus, oder, Fleiß? Ja, ich hab mehr aufs Fette geachtet. Ich wollte meinen eigenen Kopf nicht explodieren sehen. Und das so nicht. Weiß ich auch nicht. Aber dafür war ich so fair, wenn ich schon ein Addon hab, wo schnell tickt, dann hab ich nur zwei Fallen. Ey, psst, hinter dir. Ey, how's your girl? Eddie, hörst du jetzt auf damit? Nein, verpiss dich.
Mach nicht mehr weiter, Alter. Also, bin ich eingeladen, Stück Scheiße. Also, sack mein Dick. Und dann brauchst du das nicht hinterherlaufen, Alter. Geh weg von mir. Du stinkst. Du stinkst nach Fisch. Geh weg. Full Server. Ist ja auch eine Muschi. Aber dort Punkt. Geh weg. Autsch, das tut euch jetzt gar nicht gut. Was tut uns nicht gut? Rum zu albern? So, ja nein, das habe ich nicht gemeint, die Totems wegzumachen. Das solltet ihr lassen. Ich bin im Bornokeller. Ah, da bist du ja, Lars. Hä? Hm, keine Ahnung. Ich bin halt nicht gut, das nutzt ihr halt komplett aus. Nicht, dass das ist ein Main-Game. Hm. Ja, auf Survivor-Seite. Killer rühre ich nie an. Warum auch? Weil es Dead by Daylight heißt? Ich hatte die Killer-Perspektive einmal gespielt ganz am Anfang und da hat es mir nicht gefallen, habe ich aufgehört. Ja. Wir haben einen Gen. Ach, da unten. Also ich höre euch, so ist es ja nett, aber ich weiß nie, wo ihr seid. Weil ich mit der Perspektive vom Killer nicht klarkomme. Wie kommst du mit deiner First-Person-Perspektive nicht klar? First? Das ist doch Third. Nein. Killer ist First Person. Ja? Nein, hast ja, ja. Du kannst nicht nach hinten gucken wie mit Survivor, das geht nicht. Ah. Du drehst dich halt um und drückst S. Was bringt es, die Totem zu zerstören? Ich bin sogar aus Versehen in ihn reingelaufen. Was ist da? Bye, Bitch! Bye, my merch! Tata Bayo, sorry, wo bist du? Tata Bayo! Oh, fuck! Ah, da bist du, Sveti, was geht? Geil! Was humpelst du so? Wow! Bin gestolpert! Ja, so was humpelst du und so? Mein Speed ist gefreezt. Muss wohl so ein Karma-Ding sein. Kann nichts mehr machen. Aber Sveti, es ist mir eine Ehre, dass mein Medkit dich jetzt hielt. Das hat Eddie geheilt. Fuck. jetzt geht's wieder. Okay. So. Wo waren wir stehen geblieben? Was? Ah, da oben ist er. Warte, Bayolo, hast du es hinter mir? Ja, ist er. Komm, ich klatsche das Medkit ins Gesicht. Bitch. Komm. Kommst du jetzt her? Dieser Moment, wenn der Gejagte zum Jäger wird. Komm, Motherfucker. Sag, du wieder den Raum gefunden, wo ich nicht weiß, wie er rausgeht. Wo ist er? Da ist er. Egal. Ich gib's auf. Wie lange kann ich das halten? Das wusste ich auch noch nicht. Och Mann. Eddie, spiel doch mit mir ein bisschen. Reicht doch schon, dass Sveti mit dir gerade gespielt hat. Ja, aber ich hatte ein Bild gefreezed. Was kann ich jetzt dafür? Naja, danach hat er ja mit dir gespielt. Nein, vorher. Nee, danach. Wo ist denn geht der? Wo ist der? Nee. Also ich hab's mit dir spectated. Hast du den zweiten Techniker geschickt, oder was? Wir sind mal vorbeistöbern. Ey, links von uns ist da irgendwie so ein komischer Schwein. Das schleicht sich da gerade an, by the way. Ich bin mal weg, ja? Mach doch mal die Überstunden weiter. Ja. Guck mal, weißt du, kommt... Ich mach die Schicht fertig. Dicker, kommt später und macht früher Feierabend, Alter. Muss wohl Telekom-Mitarbeiter sein. Das ist der Zettel hängt da, ja? Wir waren da, sieh mich. So, ne, dann gehen wir jetzt mal früher nach Hause, so. Ja. Du, mein Mittagessen wartet. Typischer Montagmorgen bei der Telekom, 8 Uhr einchecken. Mittagessen wartet. 8 Uhr 5, wow. Moin Meister. Moin Meister. Ne? Grüezi.
Grüezi! Grüezi, Klärchen! So, sollen wir auf Eddie warten? Ist der immer noch am Arbeiten? Eddie, komm mal zu. Eddie, bist du bei dem Ausgang? Eddie, nee, es ist Mittagspause. Ich, ja. Eddie wird gerade verfolgt. Hast du den auf 99? Naja. Komm zum anderen, wenn du willst. Mittagspause. Mittagspause, Eddie, komm, lass gehen. Es gibt eine neue Stute im Café nebenan. Komm, lass uns die auschecken. Erst oh, das Schweinchen kommt. Erstmal Gangbang. Ja, komm, lass gehen. Das Schweinchen kommt. Ich wollte halt kein Spatenferkel. Das Arsch von Chef kommt. Ich wollte halt kein Spatenferkel essen, ja. Kommt so rein. Razzia, Jungs. Ich kenne halt ihn. Eddie. Ah, moin, Meister. Eddie ist angekommen. Moin, Meister. Moin, Meister. Siehst du? So, lass doch nochmal. Ja, aber ich bräuchte eine Sekunde. Mhm. Ach so. Zweimal hintereinander, wie gesagt, danach geht nicht mehr. Ich starte direkt noch, ich join gar nicht, jetzt die Lobby, das geht eh nicht. Ich würde dich einfach nur zögern und hab dich deswegen einfach eingeladen. Warte kurz. Keine Ahnung, bekommen, wenn du mich normal eingeladen hast. Egal, ich kann ihn über Steam. Ah, da. Ja. Und über Steam auch nochmal. Ich mach nur Ingame. Na, vielleicht du kriegst keine Prozente von meinem Dogcoin, wenn die was wert sind, du dumme Sau. Ey, warum bist du denn jetzt so? Also, ich hab mir das schon gesichert, den Dogcoin, gell? Warte mal. Ja, will ich mir nur gesagt haben. Ich habe nämlich extra ein Regenbogenglas mitgenommen. Von Maggie. Das schicke ich ihm dann per Post mit. Ich bin übrigens sehr enttäuscht, dass du mir keins mitgebracht hast. Wolltest du eins? Nein, weil ich wusste ja noch nicht mal davon, dass du das überhaupt machst. Wenn du eins willst, muss ich nur zu einem abgelegenen Maggie fahren. Digga, hört sich an, wie ein abgelegener Maggie, Alter. Ohne Scheiß. In der Stadt kannst du es vergessen, Regenbogengläser zu bekommen. Er fährt extra in die Wüste. Du musst am Land rausfahren. Das ist kein Scheiß. Ist das so schlimm bei euch? Ja, in der Stadt, im Mekki, ist alles voll mit Indern und Zigeunern und das Ganze, ja. Aber es gibt welche in der Stadt. Am Land, und am Land sind die ganzen Bauern, oder? Moin, Meister, was darf denn sein? Da kommt so ein Leatherface. Moin, Meister. Weißt du, die haben so ein Drive-In. Kriege ich auch bei der Mekki eine Currywurst? Ein Drive-In extra für Traktoren. Das ist alles so ein bisschen höher. Die Drive-Ins haben kein Dach dort, gell? So zur Info. Die haben keine Höhenbeschränkung. Geil. Hä, als ob bei euch die Drive-Ins Dächer haben. Ja, in der Stadt, ja. Darf zum Beispiel ein Auto nicht reinfahren, das höher ist als 2,60 Meter. Ja, sieh mal, wenn du 2,61 bist. Was sagst du, sag? Nee. Musst du wohl aussteigen. Dann krieg ich eine Einladung. Jetzt dürft ihr mich gerne einladen. Musst du aussteigen und zum Drive-In-Schalter laufen. Na, oder du parkst und gehst in den Mecke hinein und sagst, nein. Sie mitnehmen und nein, du steigst aus und gehst dann zu Fuß zum Drive-In. Digga, wir in Corona-Zeit waren nur McDrive offen. Ich und ein Kollege gehen zu Fuß in McDrive bei KFC und holen so fuck it up, Alter. Wir gehen da so hin, so, hallo, ist da wer? Bei uns hatten die leider zeitweise zu, die scheiß Drive-Ins. Da hab ich gedacht, so, warum, Alter? Da macht man ja erst recht kein Geld. Ah ja, so sind die kleinen Spießwichser, Alter. Die Spießwichser? Ja, die Spießwichser. Klingt wie so eine Mafia, Alter. Die Spießwichser. Oh nein! Shit, Sheriff, sie sind wieder da! Die Spießwichser! Oh nein! Oh no! Oh no! Nicht die schon wieder. Oh no! Oh no! Dat dabei, yo! Drück doch mal auf Ready! Ja, Mifu. Ich muss meine Perks machen. Fucking Rick, Alter. Hast du schon die neue Staffel gesehen? Nein, noch nicht. Digga, das fragst du ihn jedes Mal, wenn ihr euch hört. Nein. Er fragt jetzt wegen Rick. Okay. Davor so war es, What If. Okay. Und das habe ich auch noch nicht gesehen. Und My Hero. Und, nein, nicht My Hero, Boruto war das letzte Mal. Ja, aber hast du mal gesehen?
Nein. Aber ich bin jetzt curious, weil im Internet ist viel los. Wird Deku doch nicht der Nummer 1 Held, sondern der Nummer 1 Bösewicht? Was, wo bist du jetzt? Achso, du meinst, achso, beim Manga, ja, da, nein, what the fuck, da wird der Junge nur absolut depressiv, Junge, okay? Aber okay. Ist trotzdem noch ein Held, so, sag ich mal, so wie Batman sozusagen. Okay. So ein Anti-Hero. Ja, genau. Okay, sag ich mal, okay. All Might ist ja so Kamera und sowas und dann Deku eher so, ach, Kamera. Achso, ich hab nichts mitgenommen. Okay. Warum hast du da so lang gebaut, um den Ready zu drücken? Alter, das hätte ich aber auch gefühlt. Weil ich überlegt habe, was für ein Killer ich spiele. Ah. Nimm Fleece. Ich kriege euch alle. Ja, Fleece ist der Nächste, der Killer spielt. Am Arsch. Doch. Oh ja. Du musst es ja auch spüren. Hast du gerade gesagt, du willst es auch spüren? Du sollst das auch spüren. Ja, du spürst dann das Gefühl, wenn du deinen Team jetzt einfach so... Dieses Gefühl, wenn du deine Axt hinten in den Rücken so rein oder... Einfach mal so kurz einen Nackenklatscher dem Survivor verpassen. Also, sagen wir es mal so. Nifu werde ich bei seinem Darmproblem helfen. Okay, dann eben nicht. Was sind das für eine Map? Die vom Doktor. Die ist ja richtig trash. Dr. Bayo. Also stimmungstechnisch sind die Maps schon echt krass. Was für ein Fick mir das? Ich spiele jetzt. Heißt ich Mifu? Heißt du Mifu? Könnt ihr Lars mal ausreden lassen? Der Boy fängt jetzt keine Ahnung schon wie oft an. Ja, aber wir waren doch gerade am Reden. Dann hat er spielt Nemesis. Ich sehe den Zombie gerade. Same. Hi! Es geht. Oh! Nice! Nee. Ich weiß nicht mal, wie ich die Peitschen nutze. Frag mal Catwoman. Es ist nicht. What the fuck ist das? So benutzt du sie auf jeden Fall nicht. Wow, ich bin nie Killer. Was erwartest du von mir? Dass du die Peitsche kennst. ESL Gameplay. Okay, jetzt weiß ich, wie er hat Ruin auch mit. Sonne, Sweater, Bitch. Sag gerade der Richtige. Digga, ich spiele das Spiel seit 3 Tagen. Wo ist fertig rein? Hä? Seit 3? Ich dachte, du hast es erst seit gestern. Nein. Nee, stimmt, hast recht, sorry. Stimmt, du warst ja vorgestern schon dabei. Oh. Ich habe dein Debüt überhaupt gar nicht mitgekriegt, weil ich eingepennt bin. Ey. Ich hab noch nicht mal einen scheiß Generator gefunden, was soll denn der Scheiß? Same, Alter. Bestimmt alle gedespawnt. Mega Flat. Oh mein Gott, ey, du hast dich erschreckt, Alter. Oh mein Gott. So ging's mir aber, als du mich vorhin direkt am Anfang gesehen hast. So. Nein, ich hab auf einmal nur Steps gehört. Und oh shit. Ja. Das ist nicht die. Ich hab mich vertan, das ist nicht die Map vom Doktor, sondern vom Demogorgon. Dachte bei Jo, hier sitzt jemand, ich glaube, den geht's nicht so gut. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Hallo. Hallo. Schön, dass er mit einer Maske hier tot ist, aber ich ohne Maske hier lang gehen kann. Ah, schade. Das warst du.
Gesicht ist so anstrengend, Killer zu spielen. Deswegen spiele ich. Er kommt. Kann ich mit dem auch Paletten zerstören? Nicht auf Stage 1. Echt nicht? Ich dachte, da kannst du mit jedem. Muss auf Stage 2 sein oder so, das Ding. Und wie krieg ich das auf Stage 2? Entweder du sacrifice deine eigenen Zombies, die dann sowieso irgendwann wieder spawnen. Oder... okay, danke. Durch uns hitten. Ja, ich bin halt nicht gut als Killer. Ich teste halt jetzt mal jeden Killer ein bisschen aus. Ja, wenn du das nochmal erwähnst, ich verkick dich. Ins Gesicht. Mit Anlauf. Danke. Wir haben schon verstanden, dass du nicht gut bist als Killer. Meine Güte. Oh, seine Badge ist abgeupdatet. Vielleicht, du dumme Sau, Alter. Ja, was soll ich machen, Alter? Du bringst den Pisser zu mir. Du hast ihn zu mir gebracht. Laber nicht. Du, Flash, ich glaube, das läuft dir nicht so. Great time. Ich glaube, sie mir auch. Flash, Alter, was ist denn das hier? Ein bisschen touchy-touchy. Warum rennst du jetzt wieder weg? Komm, Flash, renn weg! Aber abfragen, ne? Warum rennst du weg? Leucht ihn an! Leucht ihn an, Eddie! Do it! Warum bist denn du jetzt so? Das erste DVD-Content? Ja, ein bisschen. Ich finde das Spiel mit mehreren Leuten, finde ich das echt fun. Nein, ich bin nicht hier drin! Also ich würde sagen, ich würde DVD zu meinem Repertoire einfach hinzufügen. Gleich, guck mal. Kriegst direkt den Haken. Der ist aber rostig, ich will einen anderen. Immer diese scheiß IKEA-Ware. Bitte, der Haken ist gut. Na, ein Scheiß ist der gut. Ein Scheiß ist der gut. Ich hab schon qualitativ hochwertigere gesehen. Bitte benutze die Drahtbürste das nächste Mal, ja? Danke. Ja, ist halt echt so, ja. Fuck. Ey, ich will, dass ihr eine Blutvergiftung bekommt. Entschuldigung. Hallo, Eddie. Oh, ich bin voll gegen den Schrank gelaufen. Muss so ein Karma-Ding sein. Ha, Schrank, der in den Schrank läuft. Ich erkenne ein Muster. Macht eigentlich irgendjemand von euch Gems? Ja, ich hab noch nicht einen gesehen. Ich hab gerade einen gefunden. Oh, ey. Was soll ich denn machen, wenn ich keinen finde? Ich hab schon den zweiten fertig. Ja, ich spiel das erste Mal die Map, Mann. Meine Güte. Ja, sei leise. Der Killer macht doch echt Spaß, muss ich dazu sagen. So. Ich habe, glaube ich, kein Mori mitgenommen. Ich kenne die Mori-Animation nicht, aber ich glaube, der zieht eine Schlinge um den Hals, oder? Yep. Okay, Stufe 3. Wenn er euch jetzt mit der Peitsche hittet, ist das ein Statussymbol. Was? Er besitzt das dann? Es wird als Hit gezählt, ja. Krass, andere Leute haben Autos als Statussymbol, er hat eine Peitsche. Nee, ich schwöre, diese Zombies gehen einem so auf die Nerven, oder? Ja. Ja, wo hat mir so ein Zombie reingelaufen, Eddie? Ja. Oh, das tut mir leid. Drecksgeburt.
Ja, was kann ich dafür? Er hat nicht dich gemeint. Ich schwör, sag jetzt bloß nicht die Leiden. Endlich, ich hab dich gerecht. Der Zombie hat einen Hit bekommen. Perfekt. Grüßt dich das, Eddie? Ehrliche Antwort, ich glaube nicht. Mach mal mit hier. Mach mit, Tachi Tachi. Oh, Tachi Tachi. Ich war mit, ich war mit. Digga, Flays. Ja, was denn? Hey, hallo. Hey. Ich will auch mal. Steht da. Hey, lass mich doch mal touchen. Komm schon. Der hat doch zwei Brüste. Hey, was ist denn da in dem Labor passiert? What the fuck? Kann man auch nur Stufe 3 machen mit dem? Mit der Peitsche? Ja, kannst du. Ich hab Angst, Sadi. Es ist cool, solange du wild bist, ja. Scheiße. Alles ist gut, solange du willst. Siehst du da was? Da will nicht, aber ich behalte den. Ta 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 ta. Alles ist cool, solange du wild bist. Ist jetzt eigentlich einer von euch direkt dead, wenn ich ihn aufhänge? Kein einziger. Wie sieht's bei dir aus, Lars, wenn du dich selbst quasi aufhängst? Damn. Wo bist du denn hin, Sadie? I'm long gone, motherfucker. Ich geh jetzt wieder zu meinem Gen, den ich angefangen habe. Wo ist der? Nimm ich mit. Ey, das ist mein Gen, den ich angefangen habe. Bist du mich einfach so alleine hier, oder was? Nee, gar nicht. Doch, hast du. Eddie, geh dich mal sauber machen, ey. Diese blaue Grütze steht dir gar nicht. Ah, bin gerade dabei. Will ich auch hoffen. Ich glaub, das ist Sau. Hallo. Wer bitte mir die Ist ja Rohr. Ja, ist ja Rohr. Könntet ihr mal bitte die brennenden Totems wegmachen? Warum? Nee, warum? Ach nur so. Du siehst mich nicht. Er sieht weg, mich du bist nicht. Hässlich! Hallo? War jetzt ein bisschen unfreundlich, auch wenn es die Wahrheit war. Wieso? Wir haben dich verloren. Bist du hin? Keine Ahnung. Ich hab gedacht, du gehst nach oben, in so einen kleinen Vorraum, deswegen bin ich da auch hoch. Nee. Mach mal bitte das Totem kaputt. Warum sollen wir das Totem kaputt machen? Seid ihr alle One-Hit? Seid ihr alle One-Hit? Und ja. Ruin ist weg. So, oder Ruin ist weg. Entweder ihr seid One-Hit oder Ruin ist weg. Also eins von beiden. Macht einfach keine Totems weg. Oh oh. Lars! Hör auf! Was wollen das? Was ist diesen? Mach doch nicht diesen jetzt. Er hat dich wirklich der Zombie angehittet? Mein eigener Zombie blockiert mich. Man muss so ein Karma-Ding sein, halt. Muss so ein Karma-Ding sein, Eddie. Hä, wieso Eddie? Du bist gerade nicht dabei gewesen. Also. Achso, okay. Digga, ich finde keinen scheiß Generator. Wo, was soll die Scheiße, Alter? Ja, ich habe einen gefunden, aber Lars hat mich dabei unterbrochen. Ist doch eine Kackmap. Richtig unfreundlich, ey. Nun, schon wieder habe ich Eddie verloren. Ich frag mich, wer stellt in einem Scheißlabor irgendwelche holzkomischen Kisten auf, Alter, wo man sich verstecken kann? Ja? Eddie, du bist doch hier oben irgendwo, oder? Absolut jeder Mitarbeiter, wenn der Chef mal reinkommt. Naja. Und dann nochmal so ein paar Paletten, ne? Oh, weißt du? Das kann ich, was du hast, mich. Das schafft wieder ein Zeit, Techniker bist du, Digga. Ja, Bruder. Weißt du, Digga, hat der Chef mir angerufen, mich während meinem Schlaf gestört, Alter. Richtig unfreundlich, Junge. Aber weißt du, was jetzt ist, Digga? Mittagspause. Mittagspause, oder? Mittagspause, Bro. Mittagspause. Mittagspause. Komm mal her. Kann ich mit Mittagspause machen? Ja, klar. Mach deine Papiere noch zu Ende, dann kommst du mit. Ja, ah, schon mal. Der Chef ist aber hinter mir.
Oh, miese Täten. Miese, miese. Ich wollte nur kurz auf Klo gehen. Viel Spaß bei den Überständen, Bro. Nein! Wo wollen wir hingehen, Alter? In die Sandwich-Bude oder? Nein! Sandwich hatten wir doch gestern. Wollten wir heute nicht den neuen Asiaten in der Mall ausprobieren? Boah, ja, stimmt, hast recht. Ja, genau. Ob ich wohl Rabatt kriege? Da. Nein, mach nicht drauf. Ich, warum nicht? Ich will nicht mit euch. Hängt im Porno-Keller. Komm, wir holen den Kollegen ab. Ah, der. Hat er selbst Schiff, wenn er die scheiß Überstunden macht, Alter? Das ist nicht schnell genug. Oh fuck, Alter. Hörst du das? Ja, ein bisschen. On me. Wir können da pocken. Der Praktikant hat gute. Danke. So, komm mit dir. Los, Mittagspause, komm. Mitkommen. Habt ihr die Runde kommt eigentlich ernst gemacht oder mehr so? Ey, der Chef ist hinter uns! Nein! Ey! Wirf die Palette! Nein! Kollegen, Digga! Du bist so ein Bastard, Alter! Wie kann man nur so ein Stricher sein? Gleis, warte! Alter Mifu, ey! Also, ich geh zum Asiaten, ne? Alter! Asiate jetzt, ne? Da dich Mifo verkauft hat, ne? Alter, ey. Oh mein Gott. Ey, Chef kommt. Ja, ab zum Asiaten. Ab zum Asiaten. Raus. Mifo hat dich verkauft. Alter, oh mein Gott. Ey. Ey, das ist unfassbar, ey. Bist du nicht schnell genug? Unfassbar. Digga, wenn ich hinter dir bin, bin ich doch derjenige, der die Palette runtermacht, nicht ja, du. Weißt du, ob du das hinkriegst, ja? Digga, ja, Leertaste drücken ist doch nur schwer, ey. Ja. Danke, Lars. Alter, Mifu, ey, du bist so ein Bastard. Aber die Runde war lustig. Ich wollte doch so gemeinsam dich dann doch noch aufhängen. Fucking hell. Verkauft. Ab und frisst du noch was? Ja, Digga, vielleicht einer muss ja die Überstunden machen, ne? Mhm. Die schick ich auch noch. Hey. So, Blaze, Killer, let's go. Muss doch nicht sein. Doch. Ja, let's go. Oi. Hast du das Tutorial gemacht, Blaze? Auf Eddie hab ich keinen Bock, der schwitzt mir zu viel. Wie geht denn das? Du drückst links unten bei dem Auge, ja, Digga. Ich weiß nicht, aber du als Killer, ja, das tut auf Toilette. Mir weh. Wieso? Keine Ahnung, das ist einfach weh. Ich muss mich anstrengen mit dem Überlegen, wie laufe ich, wohin laufe ich, wann laufe ich los, soll ich mehr schleichen, soll ich das machen? Du bist ein guter Killer, das ist es nicht. Ist ja ein Kompliment für dich, ne? Obwohl ich Killer gar nicht so oft spiele. Obwohl ich Killer gar nicht so oft spiele. Und Mifu ist ein Bastard. Tschüss. Tschüss. So, Blaze, du kannst als Killer kannst du auch 4 Perks mitnehmen. Mhm. Ja? Jetzt ist halt die Frage, welchen Killer du spielst. Hauptsache ich heute Mifu, Alter. Damn. Also ich gehe jetzt, glaube ich, offline. Was ich dir nicht empfehlen würde, Flays, ist, dass du jetzt die Nurse spielst. Ich habe hier den Trapper. Ja, du hast noch andere. Ja, aber der Trapper ist gerade hier eingeloggt. Ja, aber du kannst auch andere auswählen. Ja, nö. Links oben. Diese Kästchen, da kannst du draufklicken, kannst andere weiß. Killer auswählen. Ja, ich bin alle durchgegangen, aber gefällt mir am besten. Ich traue dem zu, dass der Mifu richtig schön die Fresse poliert. Kriege ich einen Invite? Einen Scheiß kriegst du, Alter. Ja, kommt sofort. Warum bist du jetzt so toxic zu mir, Alter? Du hast den halt verkauft, Digga, was du meinst? Ich war genauso toxic zu Lars, wo er mich verkauft hat. Also. Ja, ich weiß, er hat mich auch gestern so verkauft. Ja, zu Recht. Ja, vielleicht auch, du musstest da ja zurückbleiben, so weißt du. Entweder ich und Sveti sterben auch noch, oder nur du. Was sagst du, Eddie? War halt ein Sonderangebot. Entweder jetzt zum Asiaten gehen, oder Überstunden machen. Mhm. Ich hab mich eher für das Erste entschieden. Ich geh mal kurz pissen. Genieß deinen letzten Piss. Ich sag gleich, er wird keinen einzigen von uns holen oder so. Nö, ist auch so. Was nehme ich am besten mit an Perks? Ruin. Ruin, ja. Das, was du benutzen darfst, ist Barbecue und Chili. Nee, heißt das Perk? Ist langweilig. Nein, das ist okay. Wenn du es nicht haben willst, dann nicht.
Das ist ein das ist das beste Perk, was es gerade gibt. Ja, aber ist ja langweilig. Ruin? Ja, du darfst es. Ja, ist langweilig. Ja, ich sehe es gar nicht. Doch, das ist so ein Chen. Ist so ein Chen mit so einer Kralle dran. Auf Seite 4 oder 5 ganz. Das heißt Hex, Doppelpunkt, Ruin. Ach so, ja, dann sagt mir das doch. Ja, keiner liest das Hex vor, deswegen. Hex, Ruin, warte, no escape, plaything, retribution, Ruin. Okay. Ah, okay. Hast du's? Heißt also, braucht länger oder was? Nein. Ja, genau. Okay, nice. Okay, nächstes Perk. Ich hatte noch Corrupt Intervention dabei. Das heißt, drei Chains sind am Anfang komplett gesperrt. Die ersten 120 Sekunden. Das ist auf Seite 4 in der Mitte. Corrupt Intervention, okay. Und mehr müssen dir die anderen geben, weil ich spiele immer nur dann mit den zwei und dann troll ich mit zwei anderen Perks rein. Betty kennt sich da, glaube ich, besser aus wie ich. Jetzt kommt's. Ich habe da mal so eine Präsentation vorbereitet. Ich kann ja nicht drüber, wenn der Lars noch drüben ist. Achso, ja, Moment. Achso. Hä? Bin wieder da. Bibi. Mit einem Snickers ja. Aus. Gönn dir. Was du mitnehmen kannst, ist zum Beispiel ein Nurse Calling. Und siehst im 28 Meter Radius, wenn sich jemand heilt oder geheilt wird. Mhm. Warte. Oppression. Ah ne, dann ist wahrscheinlich. Das ist auf Seite 1, ganz ja. Links oben. Okay. Und da steht Dr. Bayo. Save. Und was du noch mitnehmen kannst, ist entweder Whisper, dass du im 32 Meter Radius hörst du quasi so ein Grollen. Das heißt, im 32 Meter Radius um dich herum ist ein Survivor. Ah, okay. Oder du nimmst Bamboozle mit. Das heißt, du kannst schneller volten. Das heißt, durch Fenster durch. Ach ne, dann ist das Whisper für mich attraktiver. Whisperers, okay. Das ist auf Seite 6, hab ich ganz schon. Links unten. Hab schon. Perfekt. Ist ja nach Namen sortiert, deswegen ist das eigentlich easy zu finden. Okay, wie sieht's bei Addons aus? Was spielst denn du? Trapper. Da kann ich dir das Fangeisen empfehlen, das ist so ein niedernes Perk. Das heißt, wenn wir in die Falle laufen, fallen wir direkt um. Das heißt, egal wie verletzt du bist, du fallst durch die Falle, gehst du direkt zu Boden. Fangeisen habe ich gar nicht. Das ist so ein lilanes Addon, warte, ich komme mal kurz. Fastening Tools, Hunting Stone, Oily Coil. Also, ja, er hat's auf Deutsch, du hast es auf Englisch. Hallo. Das ist in der zweiten Reihe ganz links. Okay, also diese komische Spirale da. Nee, vor der Spirale. Das ist so ein Eisen, also so, wie so ein Eisenbarren sieht das aus. Ach so, er ist aber erste Reihe. Das gibt's in Rot und es gibt's in Lila. Ah, okay. Nur das ist in Rot, weiß ich nicht, was das genau macht. Alle 20 Sekunden, ja. Okay, was war das und andere für ein Dingens? Für ein Addon? Da kenne ich mich gar nicht genau aus. Ich kenne nur, dass das für die Falle OP ist. Aber da müssen die Leute reinlaufen halt, ne? Ah ja, YOLO und Offering? Da kannst du Mori mitnehmen. Mori? Oder je nachdem. Mori. Oder je nachdem, was dir beliebt. Mori ist halt, das, wenn wir schon zweimal ein Haken waren, dass uns dann mit einer Kill-Animation direkt killen kann. Ah, das allererste Ding da. Alles klar. Let's go.
wieder zwei Maps. Einen Tipp kann ich hier noch geben. Versuch die Fallen so aufzustellen, dass sie keiner sieht oder dass du die an Stellen machst, wo Engpässe sind. Strong. Und wie macht man die? Mit dem linken oder rechten Maustaste stellst du dir auf. Okay, und wie schlage ich? Rechts. Mit der linken oder rechten Maustaste. Rechts. Na, mit links haut dazu. Okay, und wie hänge ich euch auf? Mit Leertaste. Mit der linken oder... Leertaste hilfst uns auf und gehst zum Haken in die Nähe und drückst nochmal Leertaste, dann hängst du uns auf. Alles klar. Aber es muss dir angezeigt werden. Steht dann Hanging. Ja. Oder Hang. Oh, Alter, als ob du diese Scheiße reingemacht hast, Alter. Jemand von euch eine Map mitgenommen? Mhm. Das wird jetzt Chaos. Ich versuche mal mit Maus und Tastatur zu spielen. Warum? Weißt du, ich immer mit Gamepad spiele? Oh, ich spiele jetzt mit Maus und Tastatur. Ich mal was testen möchte. Hallo, Eddie. Hallo, Eddie Senpai. Was soll denn das? Ach, Leertaste oder was? Ah, okay. Naja, er ist noch nicht gedownt. Hast du mich gerade geblendet, du Sau? Unfassbar. Ich wollte erst noch sagen, Eddie ist voll der Ehrenmann. Und jetzt kommt er so an. Hi, Bitches! Goddammit, nimm doch Lars. Du warst näher dran. Gar nicht wahr. Doch. Glaubst du, ich hab kein Fangen gespielt? Vielleicht. Ich hoffe, du hast mich verloren. Vielleicht. Eddie, hast du die Eier? Bitte? Hast du die Eier, das jetzt zu machen? Eddie hat die Eier. Oh, sorry, Eddie. Er hat dich verkauft. Nee, mit Maus und Tastatur kann ich gar nicht spielen. Ja, hör auf zu wiggeln, du Fotze. Ach, schön mit dir. So ist das also, hm? So ist das also. Buy my merch, bitch! Naja, du hast zumindest einen bekommen durch meine Unfähigkeit. Hi, na? Öfters hier? Gehst du weg? Nein, bin ich nicht. Bifu! Oh mein Gott! Ich wusste nicht, dass ihr hier seid, no joke! Ich geh in den Keller freiwillig. Hey. Keine Angst. Ich bring dich hin, Mifu. Das ist aber nett. Leucht ihn, Eddie. Erblind wie die dumme Sau. Mach sie blind. Egal, ich krieg mal Stickers als Wörter essen. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Glaubst auch, ich sehe das nicht, wa? Nein, ich habe eigentlich gehofft, dass du es siehst, aber ich wollte wenigstens das Ding fertig machen. Ich glaube, Eddie, du machst das ein bisschen zu früh. Ja, entweder zu früh oder zu spät, ja. Na, ich glaube eher zu früh. Weil du kriegst dir diese Benachrichtigung, dass es funktioniert hat, ne? Ja. Aber es löst es nicht aus. Na, öfter hier. Alles klar. What you doing? Du hängst auch nur ein bisschen hier rum, ne? Ja, ein bisschen das, ne?
Ja, ich wollte das mal nicht in meine Richtung stöhnen, das wäre echt nice. Ja, sorry. Ich stöhne in die andere Richtung. Danke. Aha. Um Gottes Willen. Mit dem Schwert nicht zuerst. Danke. Blablabla. Eigentlich sollte er dich zuerst nehmen, weil du kommt bist. Kommt runter, er kommt runter. Oder Bitch. Oh. Einer. Danke. Bitte. Lauf, lauf. Ich hab mich vor euch den Kopf gehalten. Das ist die Belohnung, Lars. Du Schlampe. Wieso ich? Ich hab... Einfach, weil ich's kann. Ich war zu dir aber auch nett. Ich war zu dir aber auch nett. Ich war doch auch voll nett. Ich hab voll den geilen Haken rausgesucht. Nein, ich meinte, wenn das in das Endgame geht, meine ich. So. Ich hätte ja so gemeint sein können, ich hätte dich aufhängen können. Ja, mein Haken in der Schulter tut weh. Ich hoffe es. Hi, na ihr? Wie so kleine Kakerlaken, Digga. Wenn du so einen Stein hochhebst, da weißt du. Ja, Mann. Das war nicht gut, Lars, ne? Ich geh schon wieder einen Generator mal. Das kann ich ganz gut selbst. Warum stört uns das Chef eigentlich immer die ganze Zeit? Ich versteh's nicht. Unhöflich, Digga. Mitarbeiterbesprechung! Oh nein! Team-Meeting! Ey, warum ich? Warum ich? Ja, du liefst ja gerade so lang. Digga, hast du dich vorhin noch irgendwen anderen gejagt? Ja, das war ja vorhin. Okay, das ist ein Punkt. Du drückst zu früh. Ich weiß, hab ich auch gemerkt. Musst ein Stück warten. Jetzt hast du den Dreh raus. Du bist halt schnell. Du kannst, vielleicht wenn du die Maustaste länger gedrückt haltest, legt er auch weiter, ne? Ja, sag ihm, dass jetzt noch kommt. Also so eine Art Charge Attack. Nein, du schlägst einfach nur weiter. Ah, okay. Ja. Erhöht die Reichweite. Hörst du mal auf mich zu blenden, du Fotze? Mifu, was sind eigentlich deine Techniker-Aufgaben? Du bist hässlich. Danke. Meine. Ich muss Dokumente nachgucken. Und der so, Chef hat mich wieder zu Überstunden verdonnert. Oh, aha, Digga, ich hol dich gleich raus, Junge. Wir machen gleich eine Raucherpause. Ich müsste mal jemand übernehmen. Kein Problem. Holst du ihn raus für die Raucherpause? Ich übernehme dich, Lars. Kann ich nicht. Ja, okay, ich hol ihn. Alter, schon raus. Wieso hast du jetzt von mir abgelassen? Wieso hast du von mir abgelassen? Bitte. Wieso hast du von mir abgelassen, Fleiß? Naja. Ich hatte keine Palette, kein Fenster. Weit und breit. Hallo, Fleiß, hast du mich nicht gesehen? Ich war dein Busch hinter dir. Ich hab dich schon stöhnen, ne? Hinter dir. Hinter dir, wir gucken auf deinen hübschen Arsch. Ich liebe das Selbstbetatschungs-Perk. Du, ich glaube, das hast nur du. Das glaub, kann das, jeder mitnehmen. Ich glaube, das ist nicht mein Perk. Ich glaub dabei, jo. Uff. Ich glaube, das muss so ein Karma-Ding sein, Lars, hä? Glaube ich auch. Doch, das meine ich vielleicht, wenn niemand in die Falle reintritt. Stehe ich jetzt nicht so ganz. Ich bin komplett gedownt, ich war komplett geheilt. Ja, die magst mich dann anfassen. Ey! Ey! Na, du kleiner Kriecher? Warte, darf ich erst noch mal, welchen Haken ich will darf? Nein. Ne, hinter dir will ich den der anderen da. Guck, nein, wo ich ihn zeige. Nein. Da, hinten. Ist mir egal. Bitte. Ist mir egal. Nein. Hallo. Hi, na? Ich will den anderen da. Ist mir doch egal, was du willst. Bitte. Ein Scheiß kriegst du von mir. Eddie. Ach, Mann. Boah, vielleicht, warum bist du so? Ey, warum bist denn du so? Alter. Mit der Falle habe ich nicht gerechnet.
Hast wohl nicht deine Mathehausaufgaben gemacht, hä? Nee. Der Lehrer kommt. Der Lehrer kommt. Aber du müsstest wissen, wo deine Falle gelegen hat. Ja, weil ich mich auch so gut auf der Map auskenne. Hi. Na du? Oh. Das war aber sehr nett von dir. Eddie, leuchtet weg! Leuchtet die dumme Sau weg! Oh, ich bin am Arsch. Bye! Have a great time! Sweaty, ich mach die Überstunden. Geh in die Mittagspause. Oh, du wurdest gemodigt. Geh in die Mittagspause, Bro. Nein! Mein Lieblingskollege! Ess ein Sandwich für mich mit, Bro. Du dummer Chef, du! Ey, Lars! Ich treffe heute Abend nichts mehr. Mein Game! Wir haben ein Problem. Ja, dann löst das mal. Hallo, Fleiß. Es geht, ihr Bitches. Chef, können wir nicht darüber reden? Nein! Ihr sollt nicht essen, ihr sollt Überstunden machen. Hat Sven einfach kurz Warlock aktiviert, Junge? Chef, ich habe die Überstunden erfolgreich erledigt. Gar kein Problem, Bitches. Hui! Oh, scheiße. Hat nicht geklappt, was ich machen wollte. Hi, Mifu. Da ist ja keine Palette mehr. Was habt ihr gemacht? So, Lars. Können wir nicht darüber reden? Du hast doch letzte Woche gesagt, du willst mehr abhängen. Hier, bitteschön. Ich habe meine Arbeit erledigt. Ich kümmere mich ja um meine Mitarbeiter. Ich habe meine Arbeit aber brav erledigt. Ja, ich auch. Ey! 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 Sind das Kameradenschweine? Yes. Also oh, Bitch! Also, wir sind in der Mittagspause. Also ich bin ehrlich, ich hätte die auch hängen lassen. Bye, have a great time. Mifu, für uns gab's keine Mittagspause. Nö. Ey! Ey! Das müssen wir uns nächste Runde aber revanchieren. Aber ey, dafür, dass ich eigentlich gedacht habe, dass ich keinen kriege, habe ich zwei Stück gekriegt. Aber es bockt schon, ne? Muss ich schon sagen. Es bockt schon, gell? Es ist richtig geil, ey. Muss ich schon sagen. Ja, ich habe da 15, gefühlt 10 Skill-Checks nicht getroffen. Ja, da stimme ich sogar zu. Bei den meisten war ich sogar dabei. So, jetzt will ich aber wieder mal Survivor sein. Nee, du musst noch eine Runde Killer spielen. Warum? Weil es so ist, immer zwei Runden Killer. Ja. Gesundheit. Warte, ich hol mir was zu saufen. Ich komm gleich. Okay. Aber ich drück schon mal ready. Ehrenmann. So. Jetzt nehme ich was mit, um unseren Chef ein bisschen zu ärgern. Sag mal, wenn es losgeht. Mifu, es geht los. Oh, Mifu, du bist tot. Nevermind. Chillig. Sollten wir nicht kurz auf Sweaty warten, wo wir alle bereit drücken? Wieso? Bis das Game geladen ist, ist Sweaty schon dreimal wieder da. Der müsste genau jetzt wieder da sein. Ist aber auf bereit gedrückt, ja. Das hat wohl nicht so geklappt mit deiner Ansage, wa? Ja, war ja nur Bait. Er ist nämlich genau jetzt wieder da. Hat nicht so geklappt mit deiner Ansage. Siehst du? Hi, mein Name ist Fetti! Ich bin auch mit dabei. Hey, Maps, mal gucken, welches wird. Und ich habe die schlimmste mitgenommen. Also, ich glaube, eine mit Generators. Das ist eine Lüge. Meinst du? Ja, aber ich hab die schlimmste für uns Survivor mitgenommen. Für euch Survivor? Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich kann ja auch Silent Hill mal reinnehmen. Aber da köpfen sie mich alle. Oder Eddie? Wir sind schon im Badebildschirm.
Ja. Ja. Es sind übrigens 3 Maps geschmissen worden. Nice. Einer davon war ich. Und wir kriegen Black Swamp. Meine. Glaube ich mal. Ja, entweder deine oder meine, Sweaty. Nee, meine ist es nicht. Dann ist es meine. Die Map ist aber okay für uns, oder? Hey, wer sind sie? Darf sie mich hinterher? Wer war's? Ich bin's, ey. Ich hab Amnesie. Ich bin nach Jahren zurückgekehrt. Oh, Meister. Hi, na? Das üben wir nochmal mitten hinten, ja? Das üben wir wirklich nochmal, mein Freund. Und, hast du mich gleich? Ja, guter Boy. Ja, Bitch. Jeff, ich mach brav meine Arbeit. Ich will keine Überstunden. Geh weg von mir. Ich hab Bock auf dich. Warum bist du jetzt so? Nein, diese scheiß Palette. Irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie gedacht, Teddy, oder? Ich meine, ich hab dich schon gesehen, deswegen bin ich mich direkt hinein. Also hab ich mich nicht rausbewegt, aber... Ja, aber warum hat das jetzt nicht funktioniert? I don't know. Jage nicht, häng mich auf. Ich will ihn aber aufschlagen. Das solltest du nie machen, wenn du jemand auf der Schulter hast. Mifu? Sieht das bei dir auch so gut aus wie bei mir? Hey, keine Ahnung, ich guck grad zu, wie Flays Paletten zusammenschlägt. Sie sind klein und wehrlos. Und ein paar Fallen setzt. Nein, jetzt sagt er gerade, jetzt sagt er wieder Sweaty. Nee. Biss dich. Biss dich. Das hier nennt man normalerweise immer einen Chen. Doch, da, ich bin nur blind. Hi, Mifu. Hi. Aber er hat mich verloren. Glaube ich auch. Betty, lass Tachi Tachi machen. Das ist Eddie. Lass mich doch nicht alleine, ihr dummen Wichser! Ich kann dir da nichts helfen! Warum war da auf einmal eine Falle? Wo kam die denn her? Er hat sie hingelegt. Ja, der ganze Zeit schon war, ey. Das weiß man nie. So ein Ehrenmann, Eddie. Vielleicht hast du mich verloren? Vielleicht. Oh fuck, ich hab kein Medikit dabei, Alter. Stimmt. Ganz schön frech, Lars. Also bei der nächsten Mitarbeiterbesprechung, da fliegen aber Köpfe hier. Und der Gehaltscheck wird auch kleiner. Lars? Was denn? Ich hab meine Arbeit gerade erledigt. Was wollen Sie von mir, Chef? Du musst mehr... Oh mein Gott. Ja, da hast du aber Luck, ey. Ja, holy shit, ey. Chef, ich bin eine Gehaltserhöhung. Ich mach das gut. Scheiß kriegst du mehr Geld. Aber ich hab einen guten Ausgleich für dich, Lars. Komm nur in meine Arme. Oh Mann, war das close. Mitarbeiter knuddeln. Oh Mann, war das close. Das war richtig close, ey. Hör auf zu zappeln, du kleine Nein, Schlampe. Damn. Damn. Das kleine Pückli. Chef hat ein bisschen... Ja. Auf der Map dürften übrigens keine Paletten mehr stehen. Nur so als Info, ich hab 3 Stück getroppt. So, ich hatte noch eine Überraschung für unseren Chef, aber irgendwie habe ich die nicht zeigen können. Tja, Lars.
So soll ein Karma-Ding sein. Durchaus. Könnte mal jemand bei mir bitte den Haken aus der Schulter ziehen? Wenn du willst, drücke ich dir noch einen zweiten rein. Eddie. Eddie, die gute Fee. Eddie. Komm spielen. Ey, nicht nur meinen Haken laufen. Ja, ich muss komm, der Eddie abfangen. Flash fühlt auch langsam den Ball. Bin ich gerade meine eigene Falle gelaufen? Aua. Ja, das geht. Oh, cool. Danke für die Info. Leis, lass mich in Ruhe. Nein, Lars. Und, wie hat der Böller geschmeckt? Ich hab nichts davon mitbekommen. Und, wie hat meine Klinge geschmeckt? Leis, können wir darüber also nochmal reden? Irgendwie ist er noch schlimmer als Mifo. Vielleicht, schon, ich, bin jetzt dead on hook, ne? Ich bin dead Morin. Morin. Ja, warte. Wie kann muss ich nochmal fallen lassen? Er. Ich bin dead on hook und Eddie hat uns einmal gehangen. Du bist nicht dead on hook. Dich kenne ich auch so. Oh Mann. Hätte ich den Böller vorher gezündet, bevor ich aufs Fenster gesprungen wäre, hätte ich vielleicht noch geschafft. Bitte. Tja, Neujahr fällt dieses Jahr für dich aus. Du bist nicht eingeladen in der Weihnachtsfeier. Muss ich wieder Überstunden machen, Cheffe? Oh ja. Du wirst knechten, mein Junge. Knechten wirst du. Genauso wie ihr. Warum checkst du hier unten? Ich hab dich durch die Wand da gesehen und dann... Wait. Oh, du hast Barbecue. Ah nein, du hast Nurse Calling. Yes, sir. Ah, hab ich vergessen. Ich verzeih dir. Aber nur, wenn du mir noch einen zweiten Hit lässt. Ja, komm her. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Wo bist du? Hey? Bin da oben. Digga, wenn der Survivor den Killer verliert, Alter. Richtig? Wo bist du? Hä? Ich kann nicht sehen. What the fuck? Ist egal, alles cool. Sveti, den Perk hast du ihm selbst noch empfohlen, ne? Ja, ja, ich hab's vergessen. Ja, man muss auch sagen, du sagst, Eddie, hinter dir! Eddie. Hi, Bitches! Moin, Meister! Du solltest jetzt nicht wirklich stehen beim Sveti, ne? Alles klar, hier. Na? Digga, ich. Also, Eddie. Er ist blind. Und in seine eigene Falle getraten. Oh, Scheiße, der Boss ist sauer. Hä? Hab ich dich fallen lassen? Ja, hast du. Wenn du deine eigene Falle. Bist du jetzt in einen Hook gelaufen? Ja. Adre. Nice. Muss ich mir geheilt werden. Also, wenn du in deine eigene Falle läufst, lass du das Survivor fallen, wenn du vor deiner Schulter ist. Oder auf der Schulter ist. Ey, dass er mich immer trifft, Digga. Was denn? Ich wurde einmal getroffen und gestorben. Sveti, mein Lieber. Sveti, mein Lieber. Ja, Schiffe! Na du. Ich find's so geil, dass Eddie dich ganz Zeit verfolgt, Alter, als ob Eddie der Killer wäre. Jetzt! Na, Eddie? Warum hat er was gesagt, Mann? Er hat mir den Arsch gerettet. Ich warte noch kurz, ne? Gleich. Ja, mein Kleiner, jetzt wirst du bluten. Bluten wirst du. Nein, du brauchst nicht zu wiggeln. Den Haken hab ich doch schon weggemacht, oder? Er wird uns gleich sehen. Ich hab euch schon gesehen. Das dumme Haar hat sich gesehen. Mach das Blut zur Tür auf! Auf die Scheiße! Komm doch! Eddie! Take it! Komm! Ich bin Mitarbeiter des Monats. Ja, ist cool. Egal, ich hab Lars gekillt. Ja, weil sie mich nicht abgehoben haben. Das ist eine Lüge. Weil dein Arsch der Firma gehört. Deswegen. Also Ende war halt so gerne. Die Scheiße. So, jetzt darfst du in den Genuss kommen, von Eddie gejagt zu werden. Viel Spaß, Flace.
kein Problem. Der ist kein Lächer, war da. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Du musst noch einmal klicken, dann kommst du zu den Survival Flays. Hä? Echt? Jetzt bist du nur ein. Ja, du bist im Spectator-Modus. Ah, okay. Du bist in Watcher. Ich dachte, der switcht automatisch, egal von welcher Rolle du gerade hast, in Spectator. Halt die Fresse, Mifo. Nein. Oh, war das lustig. Mifo, ich würde nicht zu frech sein, sonst kriegst du das Regenbogenglas nicht. Habt ihr das in Deutschland? Ja, ne? Was denn? Keine Ahnung. Dieses Cola-Glas? Das Regenbogenglas. Ja. Ja, aber ist es ein kleines oder ein großes? Ein großes. Ne, wir hatten nur die kleinen. Wir hatten nur die kleinen. Das dabei, jo. Siehst du, das ist am Ende zu lang. 1,80. Gute Größe. Kennst du dieses Cola-Glas, was du bekommst im Restaurant? Ja. Ne, welches denn? 0,3 oder 0,5? Warte, ich schau grad drauf. 0,5 wahrscheinlich. Ne, ich glaube, das hat sogar 0,75. Oder? Oha, Digga, nimm noch gleich ganze Liter-Ding. Oder 0,7? Ja. Na, so eine normale Dings passt hinein. Also eine ganze, ich glaube, 0,5er. Ja, schick mal ein Foto. Ja, klar. Soll ich dir als etwas zum Vergleich für die Größe geben? Oh ja, das wäre cool. Und nein, bitte nicht dein Penis. Also ich wette, wenn so echt so vom Schlag nimmt, traue ich das zu. Reicht das, wenn ich dir meine Hand zum Vergleich gebe? Ja, reicht auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja eine normale Männerhand, nicht so eine Hand wie Mifu. Nee. Da hast du ein Bild. Danke. Mifu sagt Bescheid, wenn wir dich einladen sollen, ja? Ich hab dich schon 30 Mal eingeladen jetzt. Das ist der Sound, das soll der Command sein, Mifu dann eigentlich? Ja. So soll es geschrieben werden? Okay, nee, warte. Ja, unsere sahen ein bisschen anders aus. Boy, und dann kommt Bookies, Leute. Ja, wenn du das möchtest, wird das auch so gemacht. Ja, mach Boy. Okay. Jetzt hast du keinen Bit mehr, nur noch Boy. Spooky Skeleton. Ja, er kommt doch immer mit einem Bit daher, weißt du? Das ist 0,01 Cent. Ja. Mittlerweile hast du aber 1137 Bits. Also umgerechnet. Ja, aber die werden nicht auf einmal ausbezahlt. Das sind, warte. Lassen Sie mich den Taschenrechner rausholen. Das sind über 20 Euro. Ja, noch einmal, die werden nicht auf einmal ausbezahlt. Ja. Und wenn, 4 Monate Amazon Prime. Und wenn dann. Ja, war mein 3 Monate. Jetzt werdet ihr erstmal richtig fett einsaufen, nutten und alles. Mit 20 Euro. Ja. Welches Dorf muss ich hinfahren, wenn ich das geschehen lasse? Ripperbahn. War einfach zu Mivo, da kriegst du es für einen Fünfer. Also, ich muss sagen, unser Dorf ist dafür bekannt, siehst du, sag viele Puffs zu haben. Es hat viele Puffs hier in der Nähe. Ist das so? Ist. Ja. Mivo muss sich auskennen. Er muss da mal putzen. Ich wohne in einer Hauptstadt. Du gehst um die Ecke und da ist ein Puff. Ja, aber weil uns ist es eigentlich relativ klein, aber wir haben echt viele. Ja, dann. Ja, ich rede nicht mehr weiter. Ja. Besser ist es. Besser ist es. Besser für dein Dorf. Nee, mein Dorf ist scheiße. Kannst du ruhig beleidigen, keiner mag es. Oh, okay, gut. Wenn ihr so viele Puffs habt, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass so viele Frauen nicht erfolgreich werden, gell? Nur so zur Info. Ja, das sieht man noch an meiner Schule da. Eigentlich wenn du die Charakter wechselst, musst du die Perks neu machen. Ja, ich weiß. Hab ich mir schon gedacht, aber ist nicht schlimm. Place, gehst du wohl weg? Hallo, das bin ich. Ein Scheiß bist du. Hallo? Das ist die jüngere Version von dir. Aha, er muss noch keine Überstunden machen. Er kommt gerade neu in die Firma. Hi Leute, na, wie geht's? Are you bitches? Und dann, er ist noch der motivierte Mitarbeiter. Und dann 20 Jahre später. Das ist 20 Jahre später, Mifus Charakter. Ich hab keinen Bock mehr. Schon wieder Überstunden. Das da hinten ist mein Büro, aber auch gleichzeitig mein Schlafplatz, Essensplatz. Toilette.
Da dusche ich mich auch manchmal. Und da um die Ecke. Ein paar Windeln habe ich auch, wenn du welche brauchst. Und da um die Ecke besorge ich es meiner Frau. Ein Rasierer gibt es hier leider nicht, und, wie du und siehst. Und eine Ecke weiter besorge ich es deiner Frau. Digga, der Erste, der das einmal zu mir sagt. Da um die Ecke besorge ich es meiner Frau. Ah, cool. Und dann gehst du halt. Und da um die Ecke besorge ich es deiner Frau. Digga, der hat so schnell eine Sitzen. ich will einfach so einen Lach kriegen, Alter, mit das Zeug. Das Geile ist, ich dachte, jetzt kommt eher so ein Satz. Der Erste, der mir sagt, dass es hier seine Frau besorgt, da stelle ich mich schön. Ich warte. Das dachte ja, ich, kommt das jetzt. Andy, welchen Killer nimmst du? Sag ich nicht. Ja. Siehst du? Drückt auf breit. Ja, warte, ich bin gerade noch die Perks am machen. Ich warte auf Flaze, damit er seine Perks macht. Technischen. Hey, welches war nochmal das andere? Also ich habe jetzt Borrow Time, ich habe Lightweight, ich habe Technician, was waren das letzte noch? Dato Bayo. Habt ihr zum Dead Hard gegeben? Ja. Das ist der Typ, der so sprintet. Ja, aber wie heißt das? Dead Hard. Direkt auf Seite 2. Seite 2, das zweite von links unten. Ah, okay, hast gerade never mind. Let's go. Da hat jemand gerade das Bett gequietscht. Das war der Stuhl von Sweaty, glaube ich. Das glaube ich nicht. Bei Sweaty hat noch nie der Stuhl gequietscht. Ja, nur das Bett. Oder die Dusche. 10 Punkte für Gryffindor für dieses Kommentar. Ich scheiße dich ein, Alter. Ich hab mich jetzt extra schick gemacht. Warum hört er sich jetzt so an, als würde er 10 Meter von dem Mikrofon entfernt sitzen? Was wahrscheinlich sein Bett war. Nein. Und außerdem, wie soll ich von einem Arbeitszimmer ins Schlafzimmer kommen innerhalb von ein paar Sekunden? Durch den Mann aufsteht. Du, wenn du als Kind von deiner Mutter geweckt wurdest und du hast weitergepennt und sie ist wiedergekommen, oh lass mich schnell du wieder wach warst. Digga, so bin ich heute noch so, Junge. Alter. Digga, innerhalb von einer Sekunde Kerzen gerade im Bett. Kerzen gerade, Digga. Vor allem, du bist gefühlt immer noch halb tot, während du stehst, Alter. Und pass auf, Lars, ich habe noch ein zweites Beispiel für dich. Wenn deine Frau nackt im Zimmer sagt, Schatz, ich bin bereit für dich. Digga, du bist sowas von da. Wie kommst du hinter mich, Maggie, Bitch? Oh, Springboard. Ja, endlich. Scheiße. Kaum kennt man Mifu besser, lässt einfach alle Geflogenheiten fallen. Oh, fuck. Ja. Nein! Die Alte! Oh, der welche Alte? Digga, wie OP ist Eddie denn bestimmt? Ist innerhalb der ersten Sekunde schon immer nach. Naja, also, das hatte jetzt nicht viel mit OP zu tun. Das hatte eher was mit Verkaufen und so zu tun. Eddie Difference. Was für eine alte spielt der jetzt überhaupt? Diese komische Alte, die fast nackt Spirit. Ist. Wen? Oh, Spirit. Nee. Du kannst dich teleportieren. Oh, den du vorhin hattest? Nein. Du hast auch teleportiert. Die blaue, die Krickel-Krackel-Tunte da, die ganz. Die blaue. Krickel-Krackel-Tunte. Achso, diese dünne. Ey, Eddie, übertreib doch nicht deine Rolle. Was ist denn mit dir? Nimm doch nicht diesen, ey. Warum bist du so? Chef, können wir darüber reden, da was du mit Fleisch da angestellt hast? Digga, Eddie ist nicht der Boss, Digga. Er ist das Finanzamt, Alter. Geil.
Andy, Tür wieder drüber. Reden, bitte. Ja, um die Ecke hinten, das liebe ich. Ja, nicht abcampen. Ehrenloser. Ja, ja, wolltest du ja nicht unsichtbar machen? Ach, das bist du, Alter. Ja, mein Meister. Alles klar. Ich dachte, hast du übrigens noch was mit da, Alter. Nee, nee, nee. Die liegen da hinten. Ja, ich seh's gerade, da schwebt so eine Leiche umher. Eddie, hättest du gewusst, wenn ich die Palette nicht gedrückt hätte, wo ich war? Also, by the way, das ist Eddies Main. Du, ich glaube, mein Führer ist, ein bisschen scheiße da hinten. Ja, guck mal, der kriegt da rum, Alter. Ja, wie wär's mal, wenn ich hab meine Kontakte sind verloren. Bewegt. Du hängst gerade erstmal, Lars. Chill deine Cojones. Cojones grande. Ey. Ey. Ey, mach doch nicht diesen, ey. Ey, warum bist denn du so? Vielleicht so willst du eigentlich hinkriechen. Weg von euch. Ah, mein Dad hat doch nicht funktioniert. Ey, Mifo, es hängt das alles an dir, gell? Also, mit anderen Worten, wir sind fucked. Ja. Heb Flays auf. Das hab ich gerade auch nicht verstanden. Und dann geh auf Glas. Digga, zuerst Flays, dann Lars. Ja, Digga, also bei Flays, ich sag so, wie es ist, man, das ist ein bisschen dumm. Vielleicht hat mein Bestes gegeben. Bist schon tot oder was? Nein, ich wollte dich retten. Hey! Hast du die Scheiße drin, daran, Alter? Nurse Calling? Ja, hat er. Na, so ein Arsch, Alter. So ein Arsch. Nein, gleich! Danke. Kein Problem. Eddie, ist das wirklich dein Main? Ja. Das ist dein Main, ja. Deswegen stinkt er auch so. By the way, wenn ihr wisst, wenn er stehen bleibt, ja, teleportiert er sich gerade. Er kann euch in dieser Phase nicht... Das hat aber genau gepasst vom Timing her. Er kann euch in dieser Phase nicht... Oh, er modet gerade wen. Mich. Achso. Also irgendwie erkenne ich so ein Muster. Erst verkaufswert die mich, dann rette ich ihn und dafür sterbe ich. Irgendwie. Ja. Ey, Eddie, du bist scheiße, Digga. Geh dich eingraben. Ey, Eddie, 20 ist Steam-Gutschein, ja? Gehört dir, wenn du mich rauslässt. Ja, ich hab sogar hier liegen neben mir. Warum hast du das liegen hier? Also, ich würde ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Eddie. Er hätte sich wenigstens vorher die Haare machen können, oder? What the fuck, ey? Weißt du, killen ist ja okay, aber komm wenigstens 50 angezogen. Tschüss. Tschüss, hat Doppelpunkt. Ready, darf ich? Nein. Ich hab einen Perk, bitte. Nein. Run. Mifu, ist der bei dir? Ja. Ah, schade. Dachte, du siehst mich nicht. Ja, hätte ich auch nicht. Aber das Medikit hat geleuchtet. Oh, danke, Flays. Kein Ding. Weiß zwar nicht wofür, aber. Dein Medikit. Ja,
Gönn dir, gönn dir. Gib's nur nicht Sveti. Eddie, können wir darüber nochmal reden, ja, das bitte? Will ich, das würde ich auch so sagen. Ich muss die ganze Zeit nicht zustimmen, please. Hä? Oh oh. Oh nee. Der ist voll in die Mauer. Ich glaube, du hast ein bisschen Kopfschmerzen hier. Lars, was machst du eigentlich? Machst du irgendein scheiß Ding? Nö, ne, der Lars spielt sich rum. Ich hab's versucht, ja. Und du lebst da noch. Ja, er spielt an sich rum. Jetzt also nicht mehr. Ja. So, Mifo, ich würde sagen, besucht die Luke, weil Lars ist ja. Second Hook, ich bin Last Hook, also mich kann er Morin. Ich würde die Luke an deiner Stelle suchen. Die ist ja jetzt noch nicht da, oder erst gleich, ne? Ja, sobald, glaube ich, Lars dann tot ist, oder Sveti. Eddie, wieso hast du mich halt im Keller aufgehangen? Weil es egal ist. Der Keller war rechts neben mir. Ja, das wäre zu leicht gewesen. Mifu macht einfach auf Hausart mit seinem Scheißkoffer. Hey. Ich hol nochmal einen Patienten, mal gucken, ja. Ja, der Patient hängt am Haken. Aber er ist männlich, also nichts für Mifu. Könntest du vielleicht den Haken aus meiner Schulter rausmachen? Aber nur vielleicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe eine andere, bessere Überlebenschance, wenn du stirbst. Verdammt, ich hab's grad gesehen, verdammt! Nie wieder, Lars. Nächstes Mal, ich lass dich da so stecken. Ich werde ein scheiß Gyros-Spieß, Alter. Du hast doch nicht einmal gehongen. Ja. Warte, Bayo. Ja, siehst du, warum wohl? Weil ich vorsichtig bin, ja? Guck mal, deswegen dir sterbe ich jetzt, Alter. Gegenleistung erwarte ich jetzt schon, dass du irgendwie das Feld oder mich da jetzt rausholst. Also, ich suche gerade meine Kontaktlinse unterm Bett. Wie sieht's aus? Ja, ich sehe ja nichts, Digga. Komm schon. Aber auch toxisch von Mifo, dass er fragt, wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wo Sveti ist. Ich finde ihn nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Da vorne ist er jetzt rechts gleich. Genau da ist Sveti. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, das ist das Problem. Lars hat's nicht verstanden. Ich glaube auch nicht. Okay, ich glaube, ich habe meine Kontaktliste gefunden. Meine Fresse, verpiss dich! Bitte, Tata Bayo. Ey. Bitte. Bitte. Lassen Sie mich ein Leben. Warum bist du so? Warum bist du so? Eddie, warum bist du so? Alter, hätte ich Lars nicht vom Haken geholt, Alter, ich wäre schon längst draußen, Alter. Bei KFC, ey, ich sag's wie es ist. Nein, ich bin so eine scheiß gute Seele, Alter. Naja, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, Mifu. Nein. Willst du etwa sagen, das stimmt nicht, oder was? Nein. Ja, du, Sveti, ich glaube, die Kontaktlinsen. Ich weiß nicht, wie ich... Kannst du auch wieder abgeben. Digga, ich hab mich schon längst wegbewegt von da unten. Ich seh dich noch. Ist schon zu spät. Siehst du ihn nicht durch die Wand? Er sieht mich durch die Wand eigentlich, ja. Aber hey Leute, Main Game. Lars, warum gehst du denn jetzt in den Keller? Und jetzt sag bitte nicht, weil du Sveti healen wolltest. Nein, guck mal, was da steht. Ah. Irgendwie konnte ich jeden Chan anfangen, aber nie zu Ende machen. Ja, Lars, ich glaube, du bist einfach nicht so ein guter Techniker. Als Verkäufer, da sehe ich dich. Ja. Danke, dass du verraten hast, wo ich bin, Fleiß. Ja, kein Problem, ne? Machen wir natürlich gerne.
Zuck die Luke. Kann man die Luke auch schon so sehen, oder was? Ja, sie ist ja nur geschlossen. Macht halt keine Geräusche, das heißt, du musst richtig auf den Boden achten. Ey, ich war da schon drüber, schon lange. Der lässt mich liegen. Nur weil er dich nicht mooring kann. Doch, kann er. Nein, er hat Flace und mich gemoored. Kann man nur zweimal? Laut meiner Experience, ja. Weil ich habe zwei Leute gemoored und dann konnte ich keinen anderen mehr mooren, obwohl er Second Hook war. Du kannst mit dem roten Mooring gehen, mooren. Morgen, Leviathan, danke dir auf jeden Fall für deinen Raid. Was geht ab? Wir beobachten jetzt Mifu, wie er versucht, uns zu retten. Also, anders uns zu retten. Uns, genau. Ja, uns den Sieg zu bescheren. Schön in die Mittagspause. Läuft da mit seiner scheiß Lunchbox rum. Schön, wo kann ich mich denn jetzt hinsetzen? hier gibt's aber keine Sitzbank. Halt die Fresse und friss jetzt. Aber schön. Setz dich auf den Boden hin. Das ist so kalt. Mifu, rechts laufen, bitte. Ja, alles gut, danke, danke, und sehr gern. Habt ihr auch DVD gespielt, oder was? Wie war der Streamer? Eddie, jetzt häng mich bitte auf, oder mori mich. Musst du jetzt immer so rein tryharden, oder? Doch, Eddie schon. Eddie kennt Casual nicht. Casual, was ist doch? Bei Eddie ist Rainbow das Main Game. Wo ist da Casual Gameplay? Das gibt's nicht. Die Casual wird sogar getryhardet. Oh ja. Noch schlimmer als in Ranked, Mann. Ja, ohne Scheiß. Jo, genau. Nice. Und? Gute Runde gehabt? Ich mag die Stimme nicht, die hier da rauskommen, Mifu. Muss ich tatsächlich sagen. Ich auch nicht. Ein bisschen Schisser. kommt ein bisschen Pipi raus. Ich glaube, da muss er sein Sandwich wohl woanders essen. Na du, Mifu, ich glaube, deine Lunchtime, die ist gleich rum. Die hat sich verkürzt. Warum? Ja, warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, war ganz chillig, ab und zu schwitzig im Game, aber hat gebockt. Nice. Habt ihr denn auch Custom gespielt oder hast du online gespielt? Oh. Das schreckst dich doch, Lace. Ja, ich kann's verstehen. Mifu, was machen wir jetzt? Eddie tryhardet, ne? Ja, also ich suche eigentlich nur die Luke und warte, dass du dann stirbst. Ich weiß nicht, was du machst. Das kannst du bei Eddie doch total vergessen, das hast du doch gesehen, also, dass ich doch Mifu, das hört sich noch ein Plan an. Ja, Mifu oder? Auch. Also absolut lit. Solide. Warte mal, kann die Luke auch innen sein? Ja, die kann überall spawnen. Hm. Nur nicht im zweiten oder dritten Stock. Ja, genau. Ne, wir waren online, aber hatte erst Killer gespielt und dann später. Also hier hätte ich jetzt eine Luke gefühlt, ich sag so wie es ist. Ja. Also ich sag dazu, Leviathan, das ist heute das erste Mal, dass ich DVD überhaupt spiele. Oh nein, Eddie, bitte nein, bitte. Lass da drüber nochmal quatschen. Eddie, was machst du denn? Suchst du auch die Luke? Nee, Eddie hat seine Kontakte sind drüben vergessen. Ich stand basically vor ihm. Ja, wie gesagt, Kontaktlinsen. Der Junge ist weitsichtig. So gerade... Okay. Er guckt so. Er guckt so. Okay. Raus. Guten Tag, Monsieur. Damit will ich nichts zu tun haben. Bitte lassen Sie mich und meine Familie in Zukunft in Ruhe. Eddie, hast du die Luke gefunden? Verdammte Scheiße! Ich zeig dir, wo er ist! Ich zeig dir, wo er ist! Mifu arbeitet an seinen Verkaufsskills. Ich glaube, das ist Eddie egal. Mifu, du weißt, dass ich... Oh, das ist Scheiße! Ich zeig dir, wo er ist! Hör auf! Ja, gut, Mifu, ich glaube, das war's wohl mit dir, wa?
Was ist beschissene Luke? Ich geh kotzen. Eddie, du musst ihn doch nicht noch anschreien. Was ist denn mit dir? Also ganz ehrlich, ich glaube, Eddie hat leichte Aggressionsprobleme. Digga, ich dachte, ich hab genau Sicherheit auf Orgott da hinten. Und Lars hat leichte Technikprobleme, wie es mir scheint. Lauf, Lars! Was ist los? Oh ja. Das Baum, scheiße! Wie viele Stunden hast du denn in dem Spiel? Main Game. Aber das Ende haben wir zwei trotzdem noch ganz gut gespielt, Mifu. Ja, Eddie kriegt Spirit-Verbot das nächste Mal, what the fuck? Oha. Wieso? Digga. Und warte, nicht nur Spirit-Verbot, sondern auch noch Tryhard-Verbot. Digga, der darf ohne Perks spielen, das Arschloch. Und wenn er weiter so macht, nur noch mit einer Hand. Biss dich. Aber du musst dazugeben, ich und Mifu haben das zum Schluss doch okay gespielt. Also Mifu hat sich im Schrank versteckt und du hast den Technik-Check verkackt. Komplett gut gespielt. Was hätte ich machen sollen? Da, wo ihr beide schon tot wart, war ich auch schon halb tot. Bin auch ausgeblutet. Ja, aber dann sagt nicht gut gespielt, wenn es nicht gut gespielt war. Ja gut. Die Jets waren gut angefangen. Nein, da kannst du dich jetzt nicht draus reden. Nein. Mifu, ich lade dich übrigens ein, ne? So, ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht danke für diese Information. Nö, ist dir nicht aufgefallen. Ja, genau so sieht das auch gerade aus. Warte, ich mach mit. Mifu braucht aber auch Ewigkeiten zum Joinen. Mifu, soll ich dir nochmal eine Einladung schicken? Ich spamme die Einladungen gerade. Ich auch, Mann. Danke dir für dein Follow, Leviathan. So, Leviathan. Oh fuck. Leviathan. Egal, Mifu geht einfach gleich offline. Oder er löscht uns. Sein Steam löscht bestimmt wie ein Weihnachtsbaum. Das macht seinen Penis schon. Do you really want to remove this friend? Yes. Kann ich nur remove, nicht zerbombt den! Ey Leute, haben wir eigentlich schon Mifu eingeladen? Das kann er ja nicht mitspielen. Mifu ist, glaube ich, getildet, oder? Nein. Getildet ist ganz anders bei ihm. Ja. Von sowas kannst du ihn nicht tilten. Ich schwör safe, der Typ hat sich einen Donut jetzt geholt und sitzt die ganze Zeit da. Hey, warte, bis sie aufhören, mich einzuladen, dann dreh dich bei. Wie wirst du das Spiel fertig? Gleich. Okay. Ach, du hast noch keine Einladung, Mifu, kein Problem, warte. Oh. Oh, shit. Oh nein. Ich hab mich verklickt, Moment. Oh, jetzt habe ich jemand anders eingeladen. Ist egal. Tut mir leid. Können wir Mifu nochmal rausschmeißen? Ich muss den nochmal einladen. Oh Mann, ey. Und wie läuft's bei euch? Also, es ist mega funny. Aber wir spielen halt auch Custom, ne? Da werden die Verkaufsstrategien mal an den anderen mal gefallen, so das Ganze. Hey, ich bin aber der Verkaufsstrategie. Du, es tut mir leid, ich dachte, du wärst, also bei Nein. mir warst du vor ja, mir. Das ist ja genau der Punkt. Das war noch nicht mal deine Schuld, Mann. Ich stand wirklich vor der Palette und ich habe einmal noch W gedrückt und keine Ahnung, dann hat das Spiel rumgebackt und dann stand ich plötzlich vor Eddie. Und Eddie wollte natürlich direkt kuscheln mit seinem Scheißschwert da, ey. Lappenkinder da. Ohne Witz, ey. Lass mich mal Killer spielen gegen euch. Ja, easy game, würde ich da mal sagen, für ihn, ne? Ja, ich glaube schon. Wie viele Spielstunden hast du eigentlich in dem Spiel? Weil er hat auch gesagt, das ist sein Main Game. Okay. Wie gesagt, ich bin im Verkaufen ganz gut. Ja. Lars muss, glaube ich. Das ist der Killer, hat einen Map-Wunsch, oder? The fuck? Warum hält mein Mikro nicht mehr? Bist du jetzt schon wieder diese geisteskranke Alte, die rumschreit, wenn sie einen absticht?
Eddie? Nee. Er musste erstmal zu Ende lachen. Nein. Nein, ich meine, er hat ziemlich Fun gemacht. Also, wo wir gegen Ende gespielt haben, wo er Nemesis gespielt hat. Weil die Animation manchmal hat geil ausgeschaut, wenn er jemanden gefistet hat. Das war so geil. Ich bin verletzt und ich laufe halt den Hallway entlang. Und Eddie kommt halt von der linken Seite und haut mich weg. Mein Körper fällt einfach nur mit so ein nasses Handtuch. So, High Five, Bitch. Oh Mann, Eddie, dein Ernst. Hä? Der hat Corrupt Intervention dabei. Ja, wie du. Ah, da bist du. Ey, warum Legion, Digga? Was? Er hat Goomines dabei. Scheiße. Naja, Hauptsache er hat nicht. Lass mich wenigstens heilen. Das bringt dir doch nichts, wenn du mich nicht heilen lässt. Also die Alte ist ganz schön stark. Dafür, dass sie einen erwachsenen Mann einfach so heben kann. Mhm. Ist es jetzt Legion oder ist es jetzt die Hexe? Legion. Legion ist weiblich. Ach, wenig, ich bin auch noch Erfahrung. Aber Main Game, Leute, Main Game. No, was geht so? Alles klar. Komm mal her, Bruder. Geht's dir? Alles klar, cool. Geht's. Alles cool. Lass mal ein bisschen hier vorne hingehen und wo bist du hin? Lass mal ein bisschen hier vorne hingehen und er dreht sich um. Wo bist du? Oh oh. Au! Hör doch auf, schlag doch jemand anderen! Beispielsweise Mifu. Oh oh. Hallo, nimm doch lieber. Ey, du dumme Sau! Fuck auf! Ja, und mich mit, danke. Gar kein Problem, Instant Delivery und so. Geh weg! Du Nutte! Hör auf! Bei meinem Merch. Ja, komm doch, Bitch. Nein! Ich wollte den hart machen, Alter. Ich so hab's gesehen. Kick. Ich hab eine VIP-Lone. Wie du umgeflogen bist. Können wir auf jeden Fall machen. Ich weiß halt nur nicht, wie lange wir jetzt noch DBD spielen. Ich weiß nicht, ob die Boys gleich nochmal ein bisschen Back of Techno haben. Oh, Tachi Tachi. Ich hab die Eier. Passen die auch? Ey, Moment, warte. Du touchst mich nicht an, wenn du deine Eier touchst. Also, diese scheiß Heilscheiß drin hast. Ist das eigentlich ein Perk, dass du den Heartbeat auf den anderen setzen kannst? Wie? Oh. Also nee, ich habe ein Add-on drin, dass der Heartbeat über die ganze Map geht. Ja, fühle ich irgendwie nicht so, Digga. Ja, eine Runde wird auf jeden Fall drin sein. Ein Ründchen wird auf jeden Fall. Wie du solltest dich heilen, gell? Ja. Wirklich? Das hab ich schon zweimal versucht, da kommt irgendein Mifu, komischer Hörer an. Du musst deine Abilities doch nutzen. Ja, du. Nee. Hab ich. Du stirbst jetzt, ne? Ganz schön frech. Nein, wenn er das einfach macht, dann ist er down oder wie man das auch immer nennt. Hi, es geht. Eddie, wir können über alles reden. Hör doch auf! Haha, daneben, Bitch. Oh. Nein, hör auf, warte, ey! Unfassbar. Also Nurse Call. Nee, hab ich mit nicht. Mit Legion. Boah, das ist ein gutes Perk. Gute Kombi, ja, da. Ja, deswegen habe ich es weggelassen. Also, Jungs, ich glaube, wir sind uns alle einig. Der Spitze in der Lobby ist auf jeden Fall Eddie. Geh, du fast gar nicht, Alter. Oh, ich hab verkackt. Ich hoffe, du hast dein Handtuch neben dem PC liegen. Eddie, geh weg! Du stinkst!
Ach, dieses Addon ist so ätzend. Wait, wait, okay. Was ist das? Was ist das? Danke, danke. Was? Was war das? Eddie, ich sag ehrlich, was für ein Fluchtotem hast denn du dabei? Nur aufgezerrte Hoffnung. Ja, nicht. Kann man das wegmachen? Oh, what are they? Ja, das ist schon weg, das ist schon weg. Ja, ich hab's weggemacht. Wieso kriege ich dann immer noch irgendein Perk bei dir angezeigt, dass so noch Totems auf der Map stehen? Gute Frage. Ey, Digga! Keine P- Eddie, du bist scheiße! Bitch! Als ob du Pisser jetzt in den Schrank guckst! Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Geh nicht eingraben, Eddie! Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Digga! Oh, du hängst im Pornokeller. Eddie hört bestimmt auch auf 8 Kilometern Eichhörnchen furzen, ey. Ja. Ja, das ist ja gedacht, das da Probleme. Mifo, ja, ich verkack den Skillcheck nicht. Ja, beruhig dich. Ich hab grad nicht geguckt. Chefe, Chefe, nein, du bist böse. Hau ab. Oh Mann, ach du warst da hier unten! Ich hatte Angst, Alter. Oh fuck, ja, wir können doch darüber reden. Glaube ich hier, nicht. Hier, ich lass Opfer. Digga, wir haben noch nicht einen Generator gemacht, by the way, ne? Nein, wir haben alle keinen Generator gemacht. Yeah. Doch, ich hab schon 2 bei 80%, nur ich hab hier was. Ich hab eine Klette hier. Au. Oh. Ey, Digga. Wie Eddie, warum du bist du so tryhard? Wieso konntest du ihn eigentlich sehen? Er hat mich am Generator arbeiten hören. Ja, hab ich gehört. Naja, ich sag ja, der Typ hat auf 8 Kilometer Eichhörnchen zu furzen. Ist ja froh, dass er mit Legion nicht Nurse Calling hat. Eddie! Ach Mensch! Sag mal Dick! Effe, nein! Wieso bin ich der Erste? Du wolltest doch immer der Erste sein! Eddie ist nicht der Chef! Eddie ist die Personalabteilung, oder? Bin mal gespannt, wer als Erstes gefeuert wird. Mifu auf jeden Fall nicht, der hing noch kein einziges Mal! Ja. Boy versteckt sich auf die ganze Zeit. Digga, ich krieg's mal, Vater, wenn ich den Typ da schon sehe mit seinen blauen Augen. Safe, der ist irgendwo im Schrank, Alter, und futtert sein Sandwich. Nein, ich versuche einen Generator zu machen, aber dann höre ich wieder Herz flattern da und dann krieg ich wieder Panik, Alter. Da pisse ich mich wieder fast ein. Das geht über die ganze Map. Ja, ach. Leben. Ey, warte, ich kann nicht mehr. Nein, hör auf! Nee, du Hure! Gute. Also du lass dich hier keine Generatoren, die auf 80%. Oh. Nein. Nein, siehst du nicht? Ich hab gesagt 2 Stück. Oh, der Baum war weg. So, die hat er sich bekommen. Schön gemacht, wer war's? Ich. So, fehlen noch 4 Leute. Wir packen das. Fleiß. Hau ab. Danke fürs Verkaufen. Weißt du, willst du das? Warum kannst du das? Das ist, wenn ich. Das kann nur nicht, wenn ich in der. Ding bin. Ich bin Spieler.
verletzen, die ich kenne, wenn sie nicht in den Chess Mode sind. Als ob er es weiß! Als ob er es weiß! Eddie, mach mal nicht den Eddie! Sag mal Dick! Wie versucht die Luke, du bist der Einzige, der noch kein einziges Mal gehangen hat. Jetzt mal ohne Scheiß, Alter, häng mal Mifu. Wo ist Mifu? Ah. Er hat mich vorher. Wird doch mal Zeit, ey. Eddie, ich hab einen Gehaltscheck für dich in der Tasche. Ja, du musst ja nur mal dran fummeln da. Eddie, 20 Euro Steam-Gutschein, was ist denn, Bruder? Eddie, ich mach 21 draus, ja? Ich wo ist Flays? Irgendwo ja, auf der Map. Flays ist der gute Mitarbeiter. Ja. Einer muss ja den Job machen. Oh fuck. Oh fuck. Willst du mich verarschen? Lass mich doch in Ruhe! Ich hab dir gar nichts getan! Ich sehe schon Flash in Panik, nur weil der Heartbeat auf die ganze Map übertragen wurde. Oh Mann, Eddie, sei doch lieb, lass mich meinen zweiten Gen fertig machen. Hör ich denn dann über die ganze Map oder was? Ja. Ach so, ja, das erklärt natürlich einiges. Warum sterbe ich einfach so? Weil er dich mit dem Messer gehittet hat. Das ist scheiße. Jo! Ich muss, sag mal so, muss wohl so ein Karma-Ding sein, wa? Eddie, können wir darüber reden? Flash, komm mal, Flash. Darf ich mich freiwickeln, bitte? Eddie, hast du kein Modi dabei? Ne. Eddie, ich hab ne Frage an dich. Jo. Findest du das eigentlich okay, was du hier machst? Einfach deine Freunde umbringen, ohne sie vorher zum Essen einzuladen. Der kennt doch keinen Erbarmen. Was soll denn das jetzt? Warum verfolgst du mich denn? Hey, Sweaty, ich bin der zweite, wo tot ist. Hey, warte. Ey, Eddie, komm. Eddie, komm. Ich bin's. Eddie, komm schon. Eddie Joestar, was geht? Eddie, ich bin nur eine Illusion, ich bin gar nicht hier. Nein, lass mich liegen, ich will nicht. Sag mal, Dick. Hallo, Eddie, komm. Eddie, komm. Ach, komm. Komm, Eddie. Hör mal. Eddie, mein Stuckelbär. Hör auf, ey. Ja, Digga, du musst halt direkt übertreiben, ey. Du baggerst ihn direkt an, willst seine Handynummer haben. Eddie, mein Ey, Eddie, hör doch auf. Fucking Warum nimmst du nicht Flays, Junge? Der schmeckt besser. Das stimmt sogar. Ich hab beide gleich genossen. Nein, der ist jünger. Naja, das Ding ist, bei Mifu gibt's halt nur Knochen. Dein Fleisch ist noch nicht so gedehnt. Ja, ey, hör doch auf. Macht dir das eigentlich Spaß? Hör doch auf, stech dich jetzt ab, du dummes. Stech ich dich ab, komm her. Ich stech dich jetzt ab, Alter. Ich knall dir meine Lunchbox ins Gesicht. Nee, komm her, du dumme Bitch, Alter. Komm, 1 gegen 1. Ey. Ey. Das 1 gegen 1 hast du wohl verloren. Tu es. Nicht so. Stech mich ab. Ich würde gerne einen anderen Haken bevorzugen. Ja, hinter dir war noch einer. Ja, genau den da. Den nehme ich. Please, helf sie mir! Please, ich brauche deine Hilfe! Beruhigen Sie mich! Ich glaube, jetzt lasst Eddie keine Gnade mehr walten.
Der Hakenschild, den nehme ich. Der ist noch schön sauber und ungebraucht. Kommt er schon um die Hausecke? Digga, Alter, der sieht einen noch nicht mal richtig und instant fängt er an zu rennen. Digga, da ist. Ey! Ich bin nur der alte Mann mit einem Koffer, mit einer Lunchbox. Gute Nacht, Cranky, schlaf gut. Tschüss, bye bye. Ich sterbe jetzt. Genau. Gute Nacht, ich sterbe jetzt. Warum nimmst du nicht. Ey. Das war Mifu, unser Kapitän, mit der Motivationsrede. Ja, Jungs, ich bin tot, ne? Ich hab Angst. Vielleicht ist das eine Kiste. Geh mal rechts von dir. Was, wo? Rechts, langsam. Da, geradeaus. Ah. Dave Call Eddie kennt jede Kiste auswendig. Jetzt läuft er nur kurz die Spots ab. Wie du da sitzt, ja, was soll ich machen, ja. Er hat mich rausgetunnelt hier, ja. Hi, na? Hey. Dein Messer ist nicht geschärft, du hast keine offizielle Lizenz, das Messer zu benutzen. Bitte lassen Sie mich und meine Familie in Zukunft in Ruhe. Hallo! Kann ich mal bitte Ihr Formular sehen? Ich möchte Ihre Genehmigung sehen, hallo! Ich möchte Ihre Genehmigung sehen! Hallo! Damit kannst du dich nur einmal heilen, ne? Du musst aber alles mit Checks treffen. Ja, ich bin gerade mit Rennen beschäftigt, da ist nicht viel mit heilen. Hallo, was soll denn das jetzt? Ich habe immer noch nicht Ihr Formular gesehen. Wo ist Mifu? Okay, da ist Mifu. Ich brauche Hilfe. Ach, die brauche ich auch. So, ich möchte. Ey, warum? Hör doch auf! Wo liegt der denn? So, jetzt hast du Zeitfleiß. Ey! Ich glaube, der größte Psycho ist Eddie, oder? Run, boy, du solltest dich mal heilen. Heil dich. Stech mich jetzt ab, du dumme Sau. Ist so blutig sonst aus, oder was? Ja. Nein. Ja, genau, du gehst dann in die zweite Phase und bist down. Ja, ja, bei Dragon Ball war die zweite Phase aber auch nicht schlecht. Okay, Eddie, jetzt bist es nur noch du und ich. Und deine fehlende Genehmigung. Ich möchte bitte den Ausweis sehen, ja? Können Sie sich bitte ausweisen? Das müssen Sie mal in der offiziellen Lobby machen. Wo war Ihre Genehmigung zum Kill? Er hat die Luke gefunden. Ich würde sagen, du hast die Arschkarte. Nein. Eddie hat keine Genehmigung, der darf mich nicht killen. Was soll denn das? Ich möchte Ihren Personalausweis sehen. Eddie, warum bist du so? Ohne Witz, ey. Hör auf zu tryharden! Bitte lassen Sie mich und meine Familie in Zukunft in Ruhe. Gut, man muss aber sagen, Eddie hat, glaube ich, jetzt 2, 4, 6 Runden lang Survivor gespielt und hat eigentlich fast immer aufs Maul bekommen. Und ich glaube, jetzt ist das nicht mal ein Auslassventil gerade. Hat wahrscheinlich immer auf den Tisch gehauen und so, ich krieg euch noch, ihr Fotzen! Warte nur, bis ich Killer bin, ihr kleine Bitches! Er macht so jede Runde Strichchen. Dich fick ich auch noch. Ey, Eddie, komm, ey. Hier ist ein Auto. Eddie, lass drüber reden. Eddie, einen musst du kommen lassen, der deine Legenden weitererzählen lassen kann. Ja, ist halt echt so. Einer muss ja sagen, was du für ein krasser Ficker warst. Ich glaube, er macht sogar die Tür auf, Lace. Ich werde raus. Nein, kann ich, glaube ich, gar nicht. Hast du nicht? Ne, dann würde ich die Tür schnell aufmachen gehen. Okay, Leise, halt dich mal schnell. Pass auf, geh mal weg, lass mich mal die Tür aufmachen. Hallo, bleib ruhig, du bleibst ruhig. Hallo, Sicherheitsabstand, 1,5 Meter. Eine Armlänge Abstand. Corona-Phase, 2 Meter Abstand. Hallo, weg. Wo ist Ihre Maske? Das ist nicht konform. Bitte gehen Sie weg. Bitte lassen Sie mich in meiner Familie in Zukunft in Ruhe. So, pass auf, na, ich mache jetzt hier den auf. Ja, das kriegst du nicht mehr auf. Nein. Das Endgame wird dich killen. Ich krieg das auf, pass auf, ich krieg das auf. Das Endgame killt dich? Nein. Eddie, heb mich mal kurz auf. Ja, anders, kannst mich auch healen. Lass ihn das Endgame killen. Ja, du bist echt ein Messerprofi, wa?
Ich hab nichts gemacht. Ey, hallo. Das geht nur, wenn alle Fenster an sind. Keine scharfen Gegenstände, bitte. Hallo, mit scharfen Gegenständen in der Hand rennt man nicht. Was soll denn das? Ach so, jetzt kommst du auch noch mit deinen komischen Freunden hier um die Ecke. Naja. Die Anzeige ist raus. Die Anzeige ist raus, mein Lieber. Ich finde dich. Aber was meldet sich? Ach, scheiße. Aber ist Mifu mit rausgegangen, weil er getiltet war, oder was ist los? Nein, ich glaube eher, der hat Mifu fliegt so. Immer wieder raus, Digga. Nee, auch Discord aber auch. Naja, aber er hat nicht getiltet. Über sowas wird er nicht tilten. Nein, er kann nur nicht wieder reinjoinen. Also jetzt gerade werden... WB. Dann ist halt die Frage, ne? Aber dann würde es halt eher Sinn machen, wenn du mit den Boys spielst, weil die haben alle mehr Erfahrung als ich. Weil ich bin keine Messlatte, was das angeht. In was? Er würde mal gerne eine Runde als Killer gegen uns spielen. Also in dem Fall dann halt gegen euch. Bist du wie Tryhard oder was? Weiß ich nicht. Ich denke mal dann schon, ja. Keine Ahnung. Hat eine kurze Frage, hat jemand von euch auf Start gedrückt? Nein. Mach mal einmal bitte. Jo, passt. Direkt drei Leute. Mifu, du beruhigst euch. Beruhigst euch. Da muss ja auch einer in den Zuschauermodus wechseln, ne? Stimmt, das geht auch. Ich mach noch eine Runde mit und dann... Was für dann? Dann geh ich Tekken spielen. Naja, Lappen, Alter. Lappen. Hallo, Lappen. Ich muss morgen noch einmal arbeiten, dann hab ich frei. Dienstag hab ich frei. Ja, jetzt das heißt, morgen... Ja, lange. Jetzt kommen die Ausgehen wieder. Also ich bin morgen nicht da. Also heute am Abend bin ich nicht da, damit du Bescheid bist. Warum? Weil ich beim Ohrenarzt bin und der wird mir wahrscheinlich irgendwas mit dem Ohr machen und dann will ich mich ausruhen. Kannst du doch auch und dann kommst du abends online. Na, ja, wenn ich am nächsten Tag um 7 Uhr arbeiten muss oder was. So warte da oben, glaube ich. Es gibt sowas wie Krankschreibungen. Ja, das mache ich, genau, in meiner Probephase. Ehrenmann. Also Mifu, das mit der Ironie, das bringen wir dir nochmal bei. Was meinst du mit Ironie? Eigentlich macht das... So, Unfrag is Rose. Ich bin jetzt aber Pen. Ey, komm, ein Match. Ey, komm schon, Eddie. Ich mach auch noch ein Match. Du musst Place mitspielen. Eddie, komm schon. Eddie, komm schon. Du darfst doch mit dem Geschäftsmesser rumlaufen. Lass den schlafen gehen. Ja, ist doch nur Spaß. Beruhig dich. Ist das für dich, beruhig dich. Schrei mich nicht immer so an. Der Boy wird noch ein großer Rainbow King werden hier jetzt, ja. Der ist du er schon. Du meinst bei der Leute? So eine Lunchbox mit. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, dir auch, Eddie. Und wir reden nochmal über die Geschäftsmesser. Tschüss. Ciao. Oh Mann. Ah, mein Fuß. Ich glaube, ich muss mal das Perk wechseln und alles, ne? Ja, ich muss aber das Item nochmal bestätigen. Sweaten wir jetzt rein, oder? Müssen wir. Ja, ich sweate auf jeden Fall. Mann, ich bin so krass, Alter. Ich werde jetzt die richtigen ESL-Strats hier rauspacken. Ich gucke mir nebenbei noch ein Tutorial auf YouTube an. Spielen wir da gleich noch ein bisschen Tech? Taken? Mir aus. Oder hast du keinen Bock mehr, Sveddy? Ich muss wach bleiben bis 6. Ja gut, so lange bleib ich nicht wach. Ich muss morgen um 16 Uhr noch einen Termin wahrnehmen. Ich muss um 6 müsste ich eigentlich normalerweise aufstehen für die Arbeit. Also ich mach grad durch. Warte, dann gehst du erst zur Arbeit und danach zu deinem Arzttermin? Ja. Holy cow. Viel Spaß. Ja, werden wir. Und dann hole ich den Schlaf nach. Oder du gehst jetzt pennen und machst morgen durch. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich leider nicht, so wie ihr. Was? Also direkt so wie ihr. Hallo? Ich kann es erst recht nicht, Mann. Ich bin 5 Jahre älter als du. Da ist nicht mehr viel mit wach bleiben. Ich bin froh, wenn ich meine Boxershorts morgens finde. Digga, wir sind so gleich, was sowas angeht, Digga. Wenn ich jetzt pennen gehe,
stehe ich um 12 Uhr auf, dann habe ich gleich die Kündigung am Tisch. Fühle ich. So, irgendeiner muss noch ready drücken. Ich weiß nicht, wer von euch? Mifo. Boah, ist sowas für ein Wichser, hat noch nicht auf ready gedrückt. Ja, bestimmt so ein Stinker. Irgend so eine scheiß Kanacke, Alter. Boah, ja. So, komm, Ben. Vor allem, weißt du, erst fängt er an zu lachen. Was? Und so, über das Rassismus. Ich bin ausreichend. Mann, hab ich da gerade einfach einen Kackstreifen von Rassismus gesehen? Gesehen. Welchen Killer spielt er eigentlich? Das aber weiß ich nicht, das werden wir, glaube ich, gleich erfahren. Madara Uchiha. Digga, stell dir vor, dieser Killer kommt rein, oder? Du spawnst, du bist gleich tot. Boah, nee, stell dir vor, einfach Obito, Junge. Er kann einfach so durch die Paletten oder so durch Wände durchgehen. Wir spawnen in einer Reihe, auf einmal kommt das Messer geflogen. Kopf ab. Jungs, war eine geile Runde. Was denkst du, wer stärker ist? Sasuke jetzt, sag ich mal, in seinem Alter, jetzt wie alt ist er, 30? Oder Madara? Ich würde sagen, ich. Madara. Ja, würde ich auch sagen. Madara hat ist stärker in seinen 40ern. Okay, was dann? Aber ich möchte anmerken, ich bin trotzdem stärker. Mhm. Mit deinem Byakugan? Ja. Das ist das größte Scheißding. Wer braucht das schon? Ja, ich. Schmutz. Du bist Schmutz. Ich gehe in den Sage Mode, okay. Bitch. Weißt du, Mifu wäre eigentlich so der perfekte kauzige Berg-Eremit. Okay, würde ich fühlen. Da wäre ich Du wärst der Simper Nummer 1, Alter. Du weißt schon, du bist der Erste, der krepiert, gell? Ja, schon, aber ich bin von deinem eigenen Schüler. Und ich sag so, wie es ist, Itachi rennt vor mir weg. Und dein bester Freund ist ein fucking Frosch. Mein bester Freund? Das stimmt, du hast keine Freunde. Nee, der ist eine Schlange. Dottabayo. So, GLHF und so. Was heißt denn das? Weiß ich auch nicht. Gut luck, Erkan. Danke, Lars. Ich wollte die Ironie dabei auflösen. Hat nicht so gut funktioniert. Killer ist bei mir. Töte ihn! Oh, er ist die Seuche. Was, Mifu ist die Seuche, wusste ich schon immer. Nein, der Killer ist die Seuche. Ja, aber Mifu auch. Spuck dich an. Oder wolltest du gleich noch ein bisschen Rocket League spielen? Geht das zu viel? Schauen wir doch mal. Wieso zu viel? Hast du gesoffen? Oh. Hast du Lack geschnüffelt? Ist hinter uns. Glaube ich nicht. Ey, spuck mir nicht an hier! Lappen. Jetzt muss ich ja noch ein Game tryharden, das gefällt mir so gar nicht. Aber nicht wieder Leute verkaufen, Lars, ne? Nee, keine Sorge. Keine Sorge, dein Arsch verkaufe ich als erstes. Nee, mach dir mal da keine Bedanken drauf. Hi! Ja, es geht. Das ist heil. Ey, wieso? Das war eigentlich durchgehend vergiftet. Du kannst an die Brunnen kommen. Meine Kotz gefühlt die ganze Zeit. Ja, und hat Ruin dabei. Ja. Bück dich doch, du Bitch! Oh, dein Herz? Dein Herz? Komm mit, das auszusehen. Mach hier weiter, mach mich. Ja. Ich kann nicht. Warum kann ich nicht? Kann man das nicht healen? Der kotzt die ganze Zeit nur. Ihr müsst zu einem Brunnen hingehen und du musst Reinigungswasser trinken. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich rede nicht mit dir. Ich wollte aber euch nicht verkaufen. Dann nehme ich lieber selbst den mit. Da kommt denn zwei Personen, die am Gen sitzen. Nö, ich kenne hier keine zwei Personen, die an dem Gen sitzen. Kennst du die? Barbecue. Oh oh. Nein, geh weg. Kannst du hallo? Ich peitsche dich auch gleich. Ich glaube, der hackt.
Aua! Über diese Leute, die in die Kette werfen. Aber es läuft gut für uns. Er hat zwei Hooks gleich und es sind zwei Gens gemacht. Ja. Hab ich sauber gearbeitet. Ich bin durchgehend am Kotzen, Alter. Musst du mal weniger ins Spiel gucken, Miefen. Soll wohl helfen. Hey. Oh, ich hab's rote Totem gefunden. Was hängst du denn so ab? Na, ich weiß nicht. Die Aussicht ist so geil. Ich weiß, wo das rote Totem ist, wenn die an dem Chat, wo wir gemacht haben, da ist das Totem. Cooper einfach eiskalt, du gehörst halt an die Kette. Hast du gerade vor mir hingekotzt? Nein. Hilfst du dich eigentlich nicht? Nein. Nein, ist weg. Aua. Es müssten mal Gens gemacht werden. Wenn ich komm zu dir, ich komm zu dir gehungen. Der Lauf zu der Person, die rechts von mir am Gens ist. Danke. Ich sprach dich wenigstens vor. Ja, deswegen habe ich ja Danke gesagt. Das ist jetzt gut gemacht von euch, ne? Hä? Der ist direkt bei mir. Weiß nicht mal, wo du bist. Wenn ihr euch alle reinigt, dann weiß ihr irgendwo nimmer, wo er sein Pool nehmen muss. Kann es einer von euch machen, weil wenn ich jetzt nochmal hänge, bin ich dead. Ja, warte, es ist First Hook. Oh, im Keller. Im Porno-Keller ist die Hölle los. Er kommt wieder zu uns, Freddy. Schwester weh, du spuckst mich an. Ich hole. Wo kommt der Wasser? Ich hab gespuckt. Alter. Ey Leute, ihr kotzt mal hier nicht vor die Füße, ja? Ich hab meine Schuhe weißt, gestern Wasser, weißt du, wo Wasser ist? Nee. Ja, hier, bei mir. Okay. Wird dir doch angezeigt, ja. Normalerweise. Ja, er sieht das. Das sind die weißen Dinge auf der Map. Das ist meine Komori. Ja, war schön mit dir, Lars. Naja, anderthalb Chains hab ich ja gemacht. Na, ich sag euch gleich, was man Rang hat. Oh ja, der ist Rang 1. Der hat den höchsten Rang. Okay. Der hat den besten Rang. Ja, der ist der höchste Rang. Das heißt, so wie wenn du auf Rocket League über Champion bist. Oder Grand Champion, wie das auf Rocket League Liga heißt. Er haut mich immer mit seiner Kette. Sind wir hier im SM-Club oder was? Tragen Sie mich zur Sänfte. Er läuft irgendwie nur die Chance ab, mehr macht er nicht. Naja, ist ja nicht so verkehrt, ne? Damn, die Kette tut weh, oder? Ja. Mifo, rette mal bitte Fleisch. Na, geht gerade nicht. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Alles cool. Oh. Darfst du nimmer, oder? Ja, ich glaub nicht. Damn, der war ein bisschen tot los. Doch, schafft er noch. Ich hab den Skill, den ist verkackt. Dein Ernst? Ja. Einmal zu spät gedrückt, ey.
Also dafür, dass wir tot sind, laufen wir noch ziemlich gut, ja. Renn schnell weg, Bro. Der Marken. Du hast gerade zufälligerweise nicht gefunden, den Tresor-Ding da, die Luke. Sveti ist gerade mit Laufen beschäftigt. Da ist nicht so viel mit Reden. Wo ist denn er ungefähr? Beim Gegner. Du läufst gerade in ihn rein. Hab's gesehen. Die ersten zwei Chats haben wir gekriegt. Von der Kette? Ich hab immer noch Ruin, der wird an deinem Ruin Barbecue haben. Also irgendwo ist noch ein rotes Totem. Bringt dir nichts. Bevor willst du mich erklären? Warum? Das ist das Wenigste, was in der Zwischenzeit gemacht. ich hab versucht, so ein Ding zu machen, aber warum kommst du mir das wieder entgegen? Ich suche jetzt ein scheiß Ding. Ja, geh weiter, Alter. Jetzt ist Ruin weg.
Aua. Also mein Beileid, Sveti. Ich glaube, da hätte ich mich lieber hängen lassen. Die Mori-Animation ist dort sehr cool. Mich erinnert das jedes Mal an die Kotztüte aus Back 4 Blood. Was du halt auch machen kannst, du kannst irgendwie Luke suchen lassen und am Ausgangstor stehen bleiben. Was hat er davon? Kann das Ausgangstor aufziehen und rausrennen. Wenn die Luke geschlossen wird, kann er die Tore öffnen. Ach so, der Killer kann die Luke schließen. Ja, ja, kann er. Oh mein Gott. Sorry. Er hat sie geschlossen. Das wusste ich gar nicht, dass der Killer die schließen kann. Ist doch voll unfair. Direkt zum anderen Ausgang. Links von dir ist Ausgang. Ja, das weiß er doch. So, ich hab gerade gehört, ja. Jetzt weißt du, dass du da bist. Ja, er kommt. He's down! Man down! Oh, du hast die rote Kotze abbekommen. Mein Beileid. Oh Mann, ey. Ja. Continue. Oh mein Gott, ey. Das war auf jeden Fall genug DBD für heute. Inkara hat er dabei gehabt. B? Was? Undying und Ruin hat er dabei gehabt. Oh Mann. Ja. Unsterblich ist halt. Alter, das war hart. Digga, wie viele Einladungen habe ich von euch bekommen? GG, war fun, danke. Habt aber gut gespielt. Danke. Naja. Kann ich zwar noch nicht so annehmen, das Kompliment, weil ich halt keine Ahnung von dem Spiel habe. Naja, und ich bin als erster gestorben, der ein bisschen Ahnung hat, ne? Ja, wie war das nochmal mit Main Game? Ja. Oh Mann. Main Game, Boys, Main Game. Main Game, Main Game. Leute, guck mal meine Bildschirmübertragung. Okay, warte. Machen wir eben schon mal das Spiel zu. Quit Game, yes sir. Warte. Discord. Was sind wir denn hier? Hä? Ach du Scheiße. Stream anschauen. Geht da nicht wie viel? Oh, Sveti, da hättest du dir mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich glaube, meine müsste mal. Also, holy shit, Alter, Alter. Digga. Nicht schlecht, ey. Oh Mann. Gut, also bei mir geht das Stream auf jeden Fall jetzt aus. Aber ihr könnt natürlich gerne bei Sveti reingucken. Du wirst halt einfach weitermachen, ne? Alles klar, gute Nacht, ne? Gute Nacht, Mifu. Tschö. Noch online. Ja, okay, also schicke ich euch eben zu Sveti rüber. Und dann gucken wir mal, was wir zocken. Link kopieren. Aber ich kann nicht einfach raiden. Haha, ich bin clever. Also, wirklich, aber. Das Rocket League spielen. Okay. Und, ja, gut, aber das ist dann halt für mich schwer. Oder wollt ihr dann zu zweit Rang spielen? So, ich schicke euch rüber. Und wir sehen uns dann bei Sveti im Stream. Haut rein!